Genau, das hatten wir alles schon. Gut, also Bindungsstörungen bezüglich Gott und Menschen überwinden ist das Thema eigentlich heute Morgen. Ja. Wir schauen uns an, was ist die Bindungstheorie, Merkmale einer Bindungsbeziehung, Bindungsstile, wie können wir Bindungsstörungen überwinden. Wir schauen uns einen biblisch bindungsorientierten Entwicklungsansatz in der Seelsorge an und auch, was Bindungsstörungen als Risikofaktoren in sich bergen und gehen der Frage nach, warum wir nicht von Gott empfangen können. Ja, also es gibt von Konrad Daus, der hat geforscht. Bindungsforschung ist ein relativ neues Wissensgebiet. Da wird ungefähr seit 25 Jahren erst geforscht. Und der Konrad Daus hat zusammengefasst, was Bindungsforschung allgemein festgestellt hat. Und er sagt, es gibt 6 Grundbedürfnisse für seelische Gesundheit. Und die sind wirklich in unserer Gehirnstruktur verankert, diese 6 Grundbedürfnisse. Also die sind neurobiologisch verankert, sagt man dazu. Und zwar einmal das Bedürfnis nach Bonding. Das heißt, dass wir in Beziehung anderen nahe und emotional offen sein können, direkt nach unserer Geburt, auch schon während der Schwangerschaft. Und wir wissen, dass also kleine Babys als Fötus schon genau die Gefühle der Mutter wahrnehmen, auch hören, was gesprochen wird und auch schon in ihrem Geist Entscheidungen treffen können. Also die sind wirklich schon kleine Persönlichkeiten. Und die werden dann geboren mit diesem tiefen Wunsch, zu anderen eine nahe und emotional offene Beziehung haben zu dürfen. Und wenn das in den ersten 3 Monaten stattfindet, dann bildet sich eine Bindung. Das heißt, dass man sich bei einer Person sicher fühlt durch ein ganz spezifisch geknüpftes emotionales Band. Das bezieht sich genau auf dieses Gegenüber, auf diese Bindungsperson, wie wir uns an sie gebunden empfinden, sicher fühlen in ihrer Gegenwart. Und pro Person gibt es dann eben verschiedene Bindungen, ne? An Mutter gibt es eine andere Bindung wie jetzt an den Vater oder an Geschwister. Dann ist ein neurobiologisches Grundbedürfnis Autonomie. Das schauen wir uns an. Das wird dann im 7. bis 8. Monat wichtig, dass das Baby sich selber sein darf mit eigenen Entscheidungen und auch Verantwortung. Dass es nämlich dann auch die Welt erkunden will ohne Mama. Dann ist verankert, dass wir so eine gesunde narzisstische Anerkennung und Selbstwert brauchen. Das heißt, dass wir von anderen gesehen werden, dass wir das genießen und uns dadurch liebenswert fühlen. Also wie gesagt, das ist eine gesunde narzisstische Anerkennung, die wir brauchen, nicht die kranke. Die entwickelt sich dann später oder aus dem Mangel eben an gesunder Anerkennung. Dann gibt es das Grundbedürfnis nach Identität, das heißt, dass wir uns zugehörig fühlen zu einer Person oder einer Familie und auch, dass wir körperliches Wohlbehagen und Lust empfinden können. Das heißt, dass wir immer die Tendenz haben, Unlust zu vermeiden. Und inzwischen gibt es auch immer mehr Bindungsforscher, die auch sagen, es gibt ein Grundbedürfnis nach Sinn und Spiritualität in uns. Ne, dass wir ein sinnvolles Leben führen.
Und wenn also kein Bedürfnis auf Kosten des anderen aufgegeben wird von dem Kind, dann gedeiht der Mensch auch dann als Erwachsener und er erlebt Freude und Liebe in Beziehungen, weil er eben das, ne, was er da am Anfang seines Lebens erlebt hat, dann auch immer wieder auf die nachfolgenden Beziehungen überträgt. Wie gesagt, das wird manchmal auch gleich verwendet, also austauschbar verwendet, dass Leute über Bonding oder über Bindung sprechen, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist Bonding nur bis zum dritten Monat. Dann entsteht Bindung und Bindung ist also ein Teil von Beziehungsfähigkeit, die sich heranbildet. Ne? Also es ist nicht alles, was Beziehung bedeutet. Und Bindung entsteht durch die Spiegelneuronen des Neugeborenen, weil nämlich durch diese Spiegelneuronen es wahrnimmt, was die Mutter ihm entgegenbringt, also wie feinfühlig sie auf das Kind reagiert. Und das speichern die Spiegelneuronen und wird dann durch Imitation zurückgespiegelt. Also das Baby imitiert dann zum Beispiel Freude der Mutter oder was auch immer sie ihm gegenüberbringt und fängt dadurch an, es dann auch zu fühlen. Und diese Fähigkeit ist also die Keimzelle für das Bonding-System, für Bindung und Empathie, weil sie durch den Austausch von körperlicher Nähe und Emotionen wirklich diesen Kontakt zwischen Baby und Bindungsperson ermöglicht. Ja, was ist die Bindungstheorie? John Bowlby hat also in den 70er, 80er Jahren sehr viel darin geforscht. Er war Psychiater, also Kinderpsychiater. Und er schreibt, es ist ein wesentliches Konzept zur Beschreibung der emotionalen Beziehung des Kleinkindes zu seiner Bezugsperson. Und Bezugsperson werde ich jetzt hier einfach immer abkürzen mit BP. Und dieses personenspezifische, affektive diese personenspezifische affektive Beziehung wird als Bindung bezeichnet und sie ist ein lebenslanges Bedürfnis von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, jeder trägt dieses Bedürfnis nach Bindung in sich und egal welche schlimmen Umstände er erlebt hat, dass Bindung nicht zustande kam, ne, dieses Bedürfnis nach Bindung wird immer bleiben, bis er stirbt und wird immer eine Lösung suchen, erfüllt zu werden. Und Bindung ist wesentlich bei der Entstehung und Regulierung grundlegender Emotionen wie Freude, Trauer, Furcht sowie soziale Verhaltensweisen. Das Baby lernt, seine Gefühle zu regulieren, indem es wahrnimmt, wie die Mutter adäquat auf seine Gefühle eingeht und wie die Mutter auch ihre Gefühle regulieren kann. Und wenn wir uns mal anschauen, was Merkmale sind einer Bindungsbeziehung, dann sehen wir, dass es da eben auf das, um das Aufrechterhalten von Nähe geht. Und zwar ganz praktisch, dass das Baby die Haut der Mama spürt, den Körper riecht von ihr, ne, die Augen wahrnimmt, das Anschauen, dass die Mutter wirklich ein sicherer Hafen ist, dass das Baby weiß, in den Armen von Mama kann mir nichts passieren, dass es eine sichere Basis ist für Beziehungsgeschehen. Und es ist auch ein gutes Merkmal, dass das Baby Stress hat, wenn die Mutter zum Beispiel den Raum verlässt. Das heißt, das Baby ist gut an die Mama gebunden, es vermisst Mama, es reagiert mit Weinen, das ist gesund. Und wenn die Mama wiederkommt, dann sollte das Baby sich allerdings beruhigen lassen, ne? Dann sollte es wieder zufrieden sein, denn sonst ist da irgendwas schiefgelaufen in der Bindungsbeziehung. Und also entscheidend für eine sichere Bindung ist eben die Feinfühligkeit der Bezugsperson, das
die Bezugsperson wahrnimmt, was ist jetzt das Bedürfnis, hat Baby Hunger, braucht es einfach ein bisschen Aufmerksamkeit oder ist das Baby vielleicht einfach, ist die Windel voll, hat es vielleicht einfach Durst, dass die Mutter das richtig interpretiert, was das Baby braucht und dann auch prompt und angemessen dieses Bedürfnis erfüllt. Und durch das, was da geschieht zwischen Mama und Baby, wird im Gehirn ein Arbeitsmodell gespeichert für Bindung. Alle Interaktionserfahrungen des Kindes mit seiner Bezugsperson formen seine Erwartungen an sie hinsichtlich Sicherheit, Trost, Unterstützung, ungeachtet der Qualität der Bindung. Also das bedeutet, wenn Mama bisher immer verfügbar war, wenn es geweint hat, dann wird es automatisch erwarten, wenn es anfängt zu weinen, gleich ist Mama wieder da. Ja, das ist die Interaktionserfahrung, die es bisher gemacht hat. Mama wird mich direkt trösten, das Baby erwartet das und wird es auch später als Erwachsener erwarten, dass auf seine Gefühle adäquat eingegangen wird. Wenn allerdings das Baby erlebt, Mama kommt nicht und vielleicht wirklich so lange weint, bis es völlig in Panik gerät, wird das immer schneller passieren. Sobald das Baby merkt, ich brauche jetzt was, wird es denken, ja, Mama ist sowieso nicht verfügbar und wird immer schneller in Panik kommen. Das heißt, auch das wird als Arbeitsmodell gespeichert und wird dann auch dieses Kind als Erwachsener später immer wieder dann übertragen in andere Beziehungen unbewusst und wird ganz schnell in Hilflosigkeit oder Panik reinkommen. Wie gesagt, diese Vorstellungsmodelle sind also in inneren Arbeitsmodellen im Gehirn gespeichert. Sie spiegeln die Feinfühligkeit der Bindungsperson wider und sie sind kognitive Schemata über das Funktionieren sozialer Beziehungen und im Gehirn abgespeichert. Also das, was wir erleben mit der Mutter als Kind in der Bindung zu ihr oder auch zum Papa, das zeigt uns, wie soziale Beziehungen funktionieren oder eben dann nicht funktionieren. Und aufgrund des Arbeitsmodells entwickeln sich also regelrechte Bindungsstrategien. Und eine Strategie ist also immer dann wichtig, wenn das Kind Angst hat zum Beispiel oder wenn es ganz unbedingt etwas braucht. Ne, wenn es dann weint und Mama kommt, dann wird die Strategie eben sein, gut, ich weine und Mama kommt. Oder es gibt dann eben auch andere Strategien, da kommen wir aber gleich noch drauf. Wenn also ein Kind sicher gebunden ist, ist es offen, ist es organisiert, ne, kann gut auf neue Beziehungen auch sich einlassen und erwartet eben ein positives Feedback. Oder aber ein Kind ist ängstlich verstrickt. Einmal ist Mama da gewesen für die Bedürfnisse, einmal war Mama nicht da, vielleicht weil sie mit ihrem eigenen Trauma zu arg beschäftigt war. Und dann kommt da schon eine gewisse Ambivalenz rein. Also das Kind ist sich nicht sicher, ob es eben dann eine positive Reaktion oder die Reaktion, die es braucht, dann auch herausfordern kann. Es ist aber trotzdem organisiert. Also es kann Beziehungen handeln. Oder aber es entwickelt sich ein gleichgültig vermeidender Stil. Das heißt, wenn Mama sowieso nicht verfügbar ist, dann ist es mir egal, dann brauche ich sie auch nicht. Also dieses Kind wird Beziehungen möglichst vermeiden, von sich fernhalten, ist aber darin auch organisiert, also auch in gewisser Weise vorhersagbar. Oder aber die schlimmste Variante ist eben, dass man ängstlich vermeidend ist. Also dass man auf der einen Seite ganz, ganz dringend eigentlich Bindung bräuchte, sie aber gleichzeitig vermeidet und darin eben chaotisch und desorganisiert ist, also gar nicht voraussehbar. Ne? Also das sind zum Beispiel die Leute, die auch Borderline-Störungen haben, ne? Die eine ganz, ganz starke
Sehnsucht haben nach jemand, einer Bindungsperson, die aber gleichzeitig dann die Person wieder ablehnen und sich völlig zubauen, also ganz chaotisch dann auch reagieren. Und diese Stile spiegeln sich aktuell im Bindungsstil, in engen Bindungsbeziehungen dann auch bei den Erwachsenen, zum Beispiel in einer Partnerschaft wieder. Also diese Strategien haben sich halt bewährt und bei aktiviertem Bindungssystem, also wenn jetzt das Baby Angst hat, die Nähe und Erreichbarkeit der Bezugsperson optimal zu gewährleisten, beziehungsweise bei den negativen Stilen sich optimal vor Schmerz zu schützen. Und obwohl es viele Mischformen gibt, ist die Klassifizierung in diese vier Stile üblich. Und um den Bindungsstil festzustellen, gibt es also den Test der Fremdsituation. Wie reagiert das Kind bei der Rückkehr der Mutter nach einer Kurzzeittrennung von ungefähr 10 Minuten? Ne? Das wird dann wirklich getestet, dass dann genau mit Videokamera festgestellt ist, wenn das Baby dann allein bleibt. Also meistens sind die Kinder so ungefähr 1 Jahr alt, 1 bis 2 Jahre. Die werden in dem Raum zurückgelassen und wenn, also natürlich fangen die zum Teil auch an zu weinen. Das ist auch ein gutes Zeichen, die sind gebunden an die Mama. Und wenn die Mama dann wieder zur Tür reinkommt, wie reagiert das Kind? Wenn es sicher gebunden ist, wird es sich freuen, ne, wird es auf den Arm genommen werden wollen, wird sich ausstrecken nach der Mutter und sich trösten lassen. Wenn es eben nicht sicher gebunden ist, wenn es ambivalent ist, dann wird es weiter weinen, obwohl die Mama es aufnimmt und sich dann irgendwann vielleicht trösten lassen. Wenn es vermeidend ist, wird es gar nicht auf die Mutter eingehen, ne, wird einfach weiter weinen. Und wenn es eben wirklich dann ängstlich vermeidend ist, wird es vielleicht so tun, wie wenn die Mama gar nicht da wäre. Ne, die Mutter einfach ignorieren und stehen lassen. Ja, nochmal zu den Bindungsstilen. Also ich sehe mich. Es geht ja immer um die Angst vor der Ablehnung durch den anderen. Wie sehe ich mich selber? Wenn ich sicher gebunden bin, kann ich also Nähe und Abstand gut einhalten. Es ist mir wichtig, gute Freunde zu haben, aber mich auch außerhalb dieser Beziehungen weiterzuentwickeln. Ich habe geringe Angst. Ich sehe mich und andere positiv. Und ich erwarte natürlich dann auch entsprechend was Positives von den anderen. Wenn ich ängstlich verstrickt bin oder ambivalent, dann bin ich eben in die Beziehungen verstrickt. Ich habe vorher das Bild von der Valerie, das Buch von der Valerie erwähnt, wo sie dann in den Gebetsgemeinschaften, als sie noch die positive Übertragung auf ihre Freundin hatte, nicht mehr gewusst hat, wo fange ich an, wo höre ich auf, fühle ich das jetzt im Gebet oder fühlt das die Freundin, ne? Also die Grenzen verschwimmen. Es besteht eine Neigung zur Co-Abhängigkeit und man erhofft eben durch die Akzeptanz von anderen, sich selbst mehr zu mögen. Und indem man anderen etwas gibt, hofft man selber auch dann davon satt zu werden. Ich bin leidenschaftlich und versuche also alles, um gemocht zu werden, aber ich bekomme einfach zu wenig zurück. Also ich achte nicht auf das, was wirklich mein Bedürfnis ist. Ich nehme es auch meistens gar nicht wahr. Ich versuche immer, den anderen zu geben, aber mein Bedürfnis wird eben dadurch nicht gedeckt, weil ich mich da auch gar nicht drum kümmere, sondern immer um die anderen. Und dabei erst wirklich wichtig und notwendig, erstmal bei sich selber zu schauen. Ne? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Ne? Wie kann ich mich selber lieben, damit ich dann die anderen wirklich lieben kann? Man hat große Angst, in den Augen der anderen durchzufallen. Und man sieht sich selber negativ und die anderen positiv. Wenn man gleichgültig vermeidend ist, dann versucht man, sich also vor Enttäuschungen zu schützen, indem man wenig Gefühle zeigt. Also
bei der fremden Situation, dass das Baby sich vielleicht gar nicht auf den Arm nehmen lässt oder gar nicht darauf reagiert, dass Mama es trösten will, sondern vielleicht dann noch die Hände ausstreckt und sie wegschubst. Ich mag es überhaupt nicht, emotional zu werden. Außerdem ist es mir egal, ob mich andere mögen oder nicht. Also ich habe eine geringe Angst. Ich sehe mich positiv und die anderen negativ. Also die Person kommt für sich selber damit ganz gut klar. Für die anderen ist es natürlich nicht schön, wenn sie immer negativ gesehen werden. Aber so gesehen geht es ja der Person auch ganz gut. Also das sind dann so eben narzisstische Persönlichkeiten. Ne? Und dann, wenn aber jemand ängstlich vermeidend ist, hat man ein großes Bedürfnis nach Nähe und gleichzeitig große Angst davor. Ne? Ich hoffe sehr, dass mich die Menschen mögen, aber ich rechne eigentlich nicht damit. Ich habe große Angst, sehe mich negativ und die anderen auch. Und das ist dann wirklich auch Leiden. Ne? Also diese Personen leiden wirklich schlimm. Ja, aber wir sind wirklich berufen, in Verbindung mit Gott und miteinander Braut Christi zu sein. Ich fand das Bild sehr schön mit diesen Schuhen, Hochzeitsschuhen. Und ich lese euch mal den Psalm 139 vor, weil der das wirklich genau bestätigt, was eben da der Konrad Staus auch mit diesen 6 Grundbedürfnissen, die neuronal in uns angelegt sind, herausgefunden hat. Wenn wir da mal Verse 3 bis 6 lesen, ihr Herr, im Moment. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr. Du weißt es genau, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Also ich bin komplett in diese Bindungsliebe von Gott wirklich hineingelegt, von ihm umschlossen. Und dann Verse 13 bis 16, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein von dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, ne, wir werden gewoben in unserer Mutterleib. Ne? Wenn wir gewoben werden, dann ist Gott der Weber. Ne, und wenn ihr euch jetzt mal so einen Webstuhl vorstellt, wie der funktioniert, da werden Kettfäden gespannt, ne, auf denen dann die Querfäden, das Gewebe überhaupt entstehen lassen können. Und Gott ist derjenige, der diese 6 Kettfäden, diese Grundbedürfnisse in uns gespannt hat. Die sind bei allen gleich, aber sie werden dann unterschiedlich gewoben durch das, was wir an Beziehungserfahrungen machen in der Bindung mit Papa, Mama, mit anderen Menschen. Ne? Und da entstehen dann ganz unterschiedliche Bilder, obwohl das dieselben Kettfäden sind. Und ich finde das sehr schön, sich das vorzustellen, ne? Dass Gott uns wirklich so webt und unsere Persönlichkeit wirklich ganz individuell gestaltet nach ja, dem, was er uns eben schenkt, auch an Beziehungserfahrungen. Und dort, wo Mama und Papa uns verlassen haben, wo wir keine positiven Erfahrungen mit ihnen gemacht haben, steht im Psalm 27, dass Gott aber an ihre Stelle tritt. Ja, das ist möglich, selbst wenn wir eine schlimme Kindheit hatten. Wir können das mit Gott wirklich nachholen. Wir können durch Jesus Christus, weil er der Herr ist über Zeit und Raum, na, diese Erfahrungen nachträglich mit ihm machen. Wir können mit ihm auf der Spielwiese sein, wir können mit ihm singen, wir können mit ihm lustig sein und all das nachholen an positiven Erfahrungen, was wir vermisst haben. Gott ist wirklich die absolut genialste und beste Bindungsperson überhaupt. Ja, was bedeutet das für einen biblisch bindungsorientierten Entwicklungsansatz? Das lest ihr auf Seite 95. Ne, durch ein
großes Näheangebot liegt also der Seelsorger eine Brücke zum Ratsuchenden, von der aus er ihm eine sichere Bindung zu Gott legen lassen kann, also wo es dann dem Ratsuchenden möglich ist, Gott eben in der Übertragung so zu erleben, seine Nähe so zu spüren, wie er die Nähe zum Seelsorger spürt. Ich versuche das jetzt mal. Also die Empathie des Seelsorgers ermöglicht eben die Identifizierung mit Jesus Christus. Und indem dann der Seelsorger den Klienten in diese Identifizierung mit Jesus Christus führt, indem sich der Ratsuchende vor dem Kreuz positioniert, mit Christus eins werden kann, sowohl in seinem Tod wie auch in seinem Auferstehungsgeschehen, werden dann sensitive Beziehungserfahrungen in der Gottesbeziehung gemacht. Und sensitiv ist deshalb wichtig, weil das ja ursprünglich das war, was das Baby gebraucht hätte. Ne? Haut spüren, riechen, Nähe haben. Ne? Das ist notwendig von Gott selber, damit da der Speicher aufgefüllt wird und wir in gute und gesunde Beziehungs- und Bindungsfähigkeit hineinkommen. Und das bewirkt dann eine Zunahme von Bindungssicherheit, die sich reparativ auch auf die aktuellen Bindungsbeziehungen auswirkt. Ja, also egal, ob ich jetzt eine enge Bindung an eine Freundin oder vielleicht eben an den Ehepartner habe, das, was ich mit Gott erlebe an Nähe, ne, das wird sich immer auch reparativ wiederherstellend in der Bindung zu anderen Personen in der aktuellen Gegenwart zeigen. Richtig. Also ja, das Problem ist das sensitive Wahrnehmen, ne? Dass wir das erst allmählich mit der Zeit dann von Gott her spüren, wenn wir es in Fleisch und Blut erlebt haben. Und manchmal muss halt wirklich auch ein Seelsorger den anderen einfach in den Arm nehmen, ne? Wenn das in einer gesunden Weise geschieht. Wenn nicht der Seelsorger davon irgendwas haben möchte, sondern wenn das wirklich aus einer reinen Liebe gibt, weil der andere da vielleicht gar keine Nähe zu seiner Mutter erlebt hat, ne, dann ist das in Ordnung. Das ist in Ordnung eine Zeit lang, bis dann die Person durch ihre kognitive Reifeentwicklung merkt, ich kann mir das direkt von Gott holen. Es ist möglich, es zu spüren. Ja, ja, also ich habe bestimmt 15 Jahre gebraucht, bis ich es angefangen habe, körperlich zu spüren. Ne, ich habe einfach aus Glauben reagiert, aus Glauben Gott gelobt, ihm gedankt, mich geöffnet im Gebet. Aber dass ich angefangen habe, es zu spüren, wie so eine Sättigung, wie so ein Wohlgefühl, eine Leichtigkeit, eine Freude, das hat halt, weil ich da sehr verletzt war, schon ziemlich lange gedauert. Aber es ist möglich, ne? Es ist möglich. Wenn Gott es verheißt, dann kann er uns so weit herstellen, dass auch die tiefsten Bindungsbrüche geheilt werden. Ja. Bindung als grundlegender Entwicklungsschritt ist notwendig zur besseren Sprachfähigkeit von Kindern, zur Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten, also um flexibler und ausdauernder Aufgaben lösen zu können, um sich in die Gefühlswelt anderer Kinder besser hineinversetzen zu können und um auch voraussichtlich ein glücklicherer Mensch zu sein. Also das ist alles ganz normal, ne? Erkenntnis der Bindungsforschung. Und die kognitive Reifeentwicklung, also dass wir lernen, besser wahrzunehmen, dass wir lernen, Zusammenhänge herzustellen, logisch zu denken, ne, macht Bindung
auch an eine symbolisierte, das heißt nicht anwesende Bezugsperson möglich. Ne? Also wenn ich gelernt habe, dass Mama ein sicherer Hafen war bei Gefahr und ich mich vielleicht in einer schwierigen Situation erlebe und die Mutter ist, ich bin ja erwachsen, die Mutter ist eben nicht mehr anwesend, ich kann nicht mehr zu ihr, aber ich brauche das dann auch nicht mehr, ne? Denn ich weiß in mir, dass ich diese Sicherheit habe, weil Gott da ist, ne? Weil er hinter mir steht und ich mich an ihn wenden kann. Gott als sichere Bindungsperson, die also alle, hat alle Merkmale für sichere Bindung. Das hat die Dr. Sonja Friedrich-Killinger in ihrer Dissertation herausgestellt. Sie hat das in der Deignis-Klinik erforscht und sie schreibt, in der Beziehung, in der Bindungsbeziehung zu einer nicht anwesenden Bindungsperson, die Gott ist, geschieht das Aufrechterhalten von Nähe eben durch Gebet als positive Rückversicherung, dass er da ist. Ne, wenn ich mich öffne, wenn ich ihn lobe, dann spüre ich seine Nähe irgendwann, ne, wenn ich meine eigenen Sachen wirklich losgelassen habe. Gott ist bei Trennung, Verlust oder Tod ein absolut sicherer Hafen. Bei Trennung erlebe ich Stress. Ich meine, Gott sagt, er verlässt uns nie. Das ist auch die Wahrheit. Als Bindungsperson ist er da. Es kann aber sein, dass ich vielleicht irgendwas in Ordnung bringen muss. Und deshalb erlebe ich eine subjektive Verlassenheit. Und Gott ist aber auch eine sichere Basis, sodass wir aus der Geborgenheit mit ihm wirklich einen Lebensanker haben, um unsere Lebensaufgaben bewältigen zu können. Und diese sichere Basis ist ganz, ganz wichtig für alle Entwicklungsprozesse. Also zum Beispiel haben die jetzt auch bei Obdachlosen herausgefunden, dass es wichtig ist, denen ohne Bedingungen erstmal überhaupt wieder eine Wohnung zu geben. Da gibt es jetzt ein ganz neues Projekt in Berlin, wo sie jetzt also staatlich gefördert Wohnungen für Obdachlose anbieten und denen wirklich diese Wohnung zur Verfügung stellen, ohne Bedingung, dass sie vorher aus ihrer Sucht aussteigen, ohne Bedingung, was sie alles vorher machen müssten, einfach nur, um ihnen diese Basis zu geben, dass sie wieder einen sicheren Platz haben. Und viele haben dann angefangen, wieder ihre Beziehungen zum Elternhaus, zu Verwandten aufzunehmen. Viele haben dann angefangen und gesagt, ja, jetzt muss ich mich aber mal drum kümmern, dass ich zum Beispiel aus meiner Alkoholsucht rauskomme oder was auch immer an Problemen da ist. Also diese sichere Basis muss erstmal da sein, dass jemand einen Ort hat, wo er wirklich sicher ist. Und diese sichere Basis ist eben dann auch Gott selber, wenn wir ihn kennen. Und Gott wird immer als Bindungsperson, als weiser und stärker als alle anderen wahrgenommen. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, dass wir wissen, wenn wir mit ihm eins sind, dann kommen wir über alle Hindernisse weg. Und es wird auch als optimal wahrgenommen, dass Gott sich in der Bibel sowohl mit männlichen als auch weiblichen Wesensanteilen vorstellt. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich einen Bindungsmangel habe jetzt zum Vater, dass ich deshalb unbedingt männliche Wesensanteile brauche, ne, um mir Gott als Bindungsperson vorzustellen, sondern es ist wirklich optimal, dass er sowohl auch männlich wie weibliche Anteile hat und ich die auch erlebe in der Beziehung mit ihm. Und das Gute ist auch, dass sich bei einer unsicheren Bindung dieser Wunsch und diese Sehnsucht wirklich verstärkt, eine sichere Bindungsfigur zu suchen. Und zwar nicht nur als Mensch, sondern auch Gott als sichere Bindungsfigur zu suchen. Und es kommt bei einer kompensatorischen Gottesbeziehung zu nachträglich erworbener Bindungssicherheit. Und wichtig ist, dass wir dann verstehen, dass die sich auf die aktuelle Partnerschaft auswirkt und dass auch aktuelle Partnerschaft immer einen stärkeren Einfluss
auf unser Bindungssystem hat als frühere Bezugspersonen, wie zum Beispiel unsere Eltern. Also das Arbeitsmodell ist quasi immer in Veränderung begriffen. Durch das, wie wir leben, ne? Wie wir in Beziehung und Bindung leben, wird es verändert. Und in der Seelsorge ist es halt wichtig, dass der Ratsuchende sich ganzheitlich mit all seinen Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen auf sein Gegenüber einlassen kann, dass der Seelsorger ihm wirklich so einen sicheren Ort auch bietet. Oder andere weiß, ich bin angenommen mit meiner Sünde, mit meiner Sucht, mit allem, was ich mitbringe. Und ich kann mich da auf den Seelsorger wirklich auch einlassen, ohne Angst haben zu müssen, weil Angst immer auch blockiert, ne, der Zugang zum eigenen Herzen oder zu den Verletzungen, die eigentlich da sind. Je mehr angstfreier Raum wirklich entsteht in der Beziehung, desto mehr kann die Person sich plötzlich wieder an das erinnern, was vielleicht mal wehgetan hat oder hat überhaupt wieder einen emotionalen Zugang, ne, zu seinem eigenen Herzen. Und kann Dinge bearbeiten. Und das ermöglicht ihm zunächst Gott, dann auch im anderen zu erkennen und ihm zu begegnen. Und letztendlich geschieht dann aber diese personale Vergegenwärtigung vom Ich zum greifbaren Du in der Übertragung dann auf Gott als Identitätsgeber. Ne? Also dieses erstmal, dass ich als Seelsorgerin greifbar bin für meine Klientin, macht ihr die Übertragung auf Gott irgendwann möglich als Identitätgeber. Und wichtig ist es halt, dass ich nicht versuche, durch meine eigenen Bedürfnisse die Klientin in irgendeiner Weise zu binden, ne? Oder mir selbst was von ihr zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Also es geht wirklich darum, sie selbstlos zu lieben mit dieser Liebe, die Gott für sie hat, sodass sie dann quasi mich nicht mehr braucht, mir dann auch zeigen kann, ich brauche dich jetzt nicht mehr, ich kann auf eigenen Füßen stehen, ne? Und mir reicht es, dass ich Gott jetzt als eigenständige Person erleben kann und er mir meine Identität gibt. Schlüssel dabei ist eben diese Identifikation mit Jesus, dass wir dadurch, dass wir wiedergeboren werden, wirklich ein neues Wesen empfangen, das ihn hört und aufrecht vor ihm steht. Das lesen wir Johannes 8, Vers 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Und Epheser 4, Vers 22 lesen wir, dass ihr den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werden, in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten, auch wenn wir es noch nicht fühlen, wenn wir in diesen Prozessen drin sind, dass wir wirklich ein neuer Mensch sind, dass unser Wille wirklich mit Gottes Willen eins gemacht ist, dass unser Wille jetzt das will, was Gott will, dass wir also wirklich eine Neuschöpfung sind, die gut ist, dass wir das auch feiern dürfen, dass wir eine Neuschöpfung sind und davon ausgehen, dass wir jetzt wirklich das Gute wollen, ne? Auch wenn noch Sachen da sind, die bearbeitet werden dürfen und sollen. Also um Sterben zu ermöglichen, also dieser Wesensanteile, die eben noch nicht in Jesus sind, ist die wichtigste Grundbotschaft des Seelsorgers die bedingungslose Annahme und Liebe Gottes, die eben unabhängig ist von der Veränderung oder der Leistung des Ratsuchenden. Und erst im Licht der Liebe Gottes bekommen wir überhaupt den Mut, zu unseren Bewältigungsstrategien zu stehen und die anzugucken. Ne? Also wenn wir nicht wissen, dass wir von Gott geliebt und dass wir kostbar sind, können wir gar nicht hingucken, ne? Weil wir das gar nicht aushalten, was wir dann sehen würden. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen,
die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also erst wenn wir frei sind, wirklich Lügengebäude als Sünde wahrzunehmen, zu bekennen und innerlich kapitulieren vor dem Kreuz, wird Erlösung erfahrbar. Und ist es dann auch. Mit Gott geht es nicht um eine Reparatur des alten Wesens mit seinen Haltungssünden, sondern um ein ganz neues Leben im Geist, dass wir die Dinge wirklich in den Tod mit Jesus hineingeben. Und dort, wo dämonische Verbindungen sind, die uns von denen auch radikal trennen. Er möchte, dass wir wirklich seine Liebe und seinen Trost für Verletzungen erfahren, um dann das alte Wesen mit ihm als gekreuzigt loszulassen und den neuen Menschen anzuziehen, uns unsere Gedanken durch den Heiligen Geist erneuern zu lassen. Also da haben wir das letzte Mal schon ausführlich drüber geredet. Und wichtig ist, dass der Anfang der Herzenserneuerung immer in der Solidarität mit dem Schmerz liegt. Also wir brauchen den Schmerz nicht abwehren, das ist ganz wichtig. Er darf da sein, er ist wie so ein Alarmsignal, ne? Also wenn es irgendwo brennt und der Alarm runtergeht, dann kann die Feuerwehr kommen. Wenn es keinen Alarm gibt, ne, kann es auch keine Hilfe für den Schmerz oder die Verletzung geben, die darunter liegt. Also deshalb ist es wichtig, den Schmerz quasi zu umarmen und ja zu sagen, du darfst da sein, es ist gut, dass du mir zeigen willst, was los ist. Und ich will da mit Hilfe des Heiligen Geistes wirklich hingucken und will mir das auch zeigen lassen. Und alles, was also Tod in uns wirkt, wird von Jesus aufgenommen, gereinigt und erneuert. Ne, weil wir das auch wissen, wie Jesaja 53,4 sagt, unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und wichtig ist, dass wir eben unbeirrbar werden für Versuchungen und dass wir für uns und andere transparent sind. Denn alles, was uns zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also wir haben wirklich in Jesus alles, was wir brauchen. Und alles, was an Schmerz noch da ist, ist er bereit, auf sich zu nehmen und zu tragen und zu erlösen, immer tiefer, wenn wir den Schmerz zulassen, ne? Wenn wir nicht in unseren Vermeidungsstrategien drin bleiben. Habt ihr dazu jetzt noch Fragen? Also ihr dürft euch auch an den Bildschirmen melden, falls ihr Fragen habt. Dann würde ich jetzt eine Pause machen, 10 Minuten bis um 12. Ah, okay. Aha, okay, danke. Genau, wir sind ja auch auf dem Schwesterntag.
Thank you.
So, wir machen langsam weiter. Wir sind jetzt auf der Seite 97. Da geht es darum, dass unser Selbstbild also zwei Auswirkungen hat. Also unser Selbstbild beeinflusst eben die Informationsaufnahme, wie auch unser Verhalten. Also je schlechter eine Person eben über sich denkt, desto mehr wird sie unter Umständen durch Leistung das Gegenteil beweisen wollen oder halt in Resignation und Lustgewinn abrutschen, weil sie denkt, das hat sowieso keinen Sinn. Und oft ist es so, dass Menschen mit einer Problematik in ihrem Selbstbild wirklich so einen täglichen Kampf haben zwischen dem, was sie wirklich sind, was sie wirklich brauchen und dem, was sie nach außen hin darstellen möchten, also zwischen Sein und Schein. Und es ist wichtig, dass sie wirklich eine Entscheidung treffen gegen Scham und Jesus um Offenbarung bitten, weil er sagt, ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Also Leben ist nur möglich, wenn wir uns wirklich mit den Augen von Jesus begreifen, als von ihm geliebt, gerecht gemacht und wertgeschätzt. Und Risikofaktoren für unsere Identität bestehen eben dadurch, dass es wichtig ist, diese Identität in Gott zu finden. Sonst gibt es Abweichungen. Und dieses Doppelgebot der Liebe, wo Gott eben sagt, er allein ist der höchste Gott und wir sollen ihn wirklich zuerst lieben und dann unsere Nächsten wie uns selbst, bedeutet, dass ja diese Nächstenliebe eben auch ein Gradmesser ist, unsere Beziehung zu Gott. Also so wie ich meinen Nächsten annehme, wie ich ihm begegne, wie ich ihn liebe, so liebe ich auch Gott. Und so wie ich mit anderen umgehe, gehe ich auch mit mir selbst eben um. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch Empathie für uns selber lernen. Und wenn Gott in unserem Leben arbeitet, dann setzt er immer auf allen drei Ebenen gleichzeitig an. An der Beziehung zu ihm, an der Beziehung zu den anderen, an der Beziehung zu uns selber. Und Selbstannahme ist also ein empathischer Umgang mit uns selber. Und die Kunst besteht also darin, dass ich den alten Menschen vorurteilslos wahrnehme und dass ich mich ja mit diesem alten Menschen in das Licht Gottes stelle, ohne mich selber zu richten. Also ohne das abwehren zu müssen, ne? Ohne jetzt beschämt zu sein und zu denken, das darf ich nicht, sondern aus der Sicherheit raus, ich bin geliebt, Jesus hält alles aus, auch negative Anteile. Und ich darf wirklich hingucken, was ist da eigentlich los und warum mache ich das? Und es dann Jesus eben auch hinhalten, dass er es erlöst und dass er es wegnimmt. Und es gibt also immer wieder zwei Hauptabweichungen statt Selbstannahme. Einmal ist das die depressive Selbstbeschämung, das heißt Minderwertigkeit und Verantwortungsflucht, weil ich mich für zu schlecht sehe in Beziehungen, oder aber das Gegenteil, dass man sich erhebt, also so eine Art Grandiosität aufbaut mit dazugehörigen Machtstreben, statt dass man sich zugehörig fühlt zu anderen Menschen, möchte man Kontrolle und
Bewunderung. Das ist das nochmal als Grafik. Wenn wir nicht in der gesunde Selbstliebe gefunden haben, neigen wir entweder zur Grandiosität, also Narzissmus und Machtstreben, oder eben zur Depression und Verantwortungsflucht. Oder eben, es kann sein, dass man auch zwischen beiden falschen Polen hin und her schwankt. Nochmal zurück zu den Ergebnissen der Bindungsforschung. Also das, was den Narzissten fehlt, das ist eben die Empathie, also emotionale Anteilnahme an anderen. Und das lernen wir eben als Säugling, weil adäquat auf uns, auf unsere Bedürfnisse reagiert worden ist. Und ein funktionales, emotionales Schema lautet, ich darf anderen nahe sein, meine Gefühle und Bedürfnisse sind eine Freude für andere. Also dieses Schema wird es geben, wenn ein Kind sicher gebunden ist. Und dieses Schema wird dann abgebildet und es ist in dieser Person quasi das Arbeitsmodell, wie du mir, so ich mir. Und wenn ich dann erwachsen bin, so wie du mir getan hast, so tue ich auch meinen Kindern. Also man gibt unbewusst das weiter, was man selber empfangen hat. Und deshalb ist es wichtig, mal nachzuspüren, wie sind denn unsere Eltern mit uns umgegangen, wenn wir versagt haben. Ja, haben sie uns beschämt, haben sie uns bestraft, vielleicht mit Liebesentzug? Weil es wichtig ist zu verstehen, dass also diese ersten beiden Lebensjahre dazu dienen, dass wir Bindung und Selbstbeziehung lernen. Und wenn ich in dieser Zeit viel beschämt worden bin, dann werde ich dazu neigen, auch meine Kinder zu beschämen oder eben auch andere in der engen Bindung mit ihnen zu beschämen. Oder eben zum Beispiel auch dazu neigen, eben ein narzisstisches Image aufzubauen und niemand an mich ranzulassen. Aber eben auch kein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Identität ist eben nur durch Beziehung möglich. Ich habe euch vorher Psalm 139 gelesen, dass wir vor Grundlegung der Welt von Gott erkannt und geplant sind. Aber das ist eben nicht einfach verfügbar für einen Säugling, sondern unsere Identität und die weitere Entwicklung hängen tatsächlich von der Feinfühligkeit der Bindungsperson ab und ob frühe Bindung überhaupt möglich war. Ja, also wir sind mit unserer Identität immer aktuell davon involviert und auch ein Stück abhängig, wie wir in Beziehungen leben. Und Mutter und Säugling sind also Teilnehmer in einem sich wechselseitig bedingenden und selbstregulierenden System, schreibt Bowlby. Und dieses System ist als Arbeitsmodell gespeichert. Doch Bindung ist eben nur ein Teil des komplexen Beziehungssystems. Also Bowlby betont, dieses Bindungssystem ist eben genetisch verankert, wird nach der Geburt aktiviert und hat überlebenssichernde Funktion, aber ab dem 7. bis 8. Lebensmonat steht dem das Explorationsbedürfnis gegenüber als weiteres starkes motivationales System mit genau der entgegengesetzten Motivation, nämlich dass das Baby die Umwelt erkunden möchte und zwar ohne Mama, indem es sich selber quasi behauptet. Und dieser Bindungsschritt, dass das Baby die Umwelt erkundet, also das ist mit Exploration gemeint, das kann aber nur gelingen, wenn das Baby vorher diese Basis hatte von sicherer Bindung. Na, dann kann es auch sich ein Stückchen von Mama wegbewegen und gucken, was ist denn da noch Interessantes in der Umgebung. Und wenn es dann vielleicht wieder Angst bekommt oder eine Gefahr vermutet, dann läuft es schnell zur Mama zurück und ist dann wieder in Sicherheit. Also beide Systeme stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander und bedingen sich gegenseitig wie bei einer Wippe.
Auch da ist die Feinfühligkeit der Bindungsperson wieder ausschlaggebend. Also Signale des Säuglings wahrnehmen, will Baby jetzt eben allein was unternehmen, jetzt mal sich von Mama ein bisschen abseilen, ist es in Ordnung? Oder braucht das Baby jetzt wieder Nähe, weil es vielleicht Angst bekommen hat und jetzt wieder zurückgekommen ist, dass man das Kind dann auch nicht bestraft, wenn es weggeht, dass man es wieder mit Freude in den Arm nimmt, wenn es zurückkommt, dass man eben angemessen und prompt sein Bedürfnis befriedigt und dann eben dann das Urvertrauen auch in dem Kind entsteht oder diese Daseinsberechtigung, wie Lien Payne das in ihren Büchern auch beschreibt. Ein Gefühl von, es ist gut, dass ich da bin, ich bin als eigenständige Person da und ich darf mich wahrnehmen und fühlen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, entstehen Verteidigungsstrategien, zum Beispiel, dass die Mutter abgelehnt wird oder dass das Baby Bindung einfordert, ohne sich einlassen zu können, einfach nur um eine gewisse Macht auszuspielen, ne? Dass es immer quengelt, immer die Aufmerksamkeit der Mutter will, sich aber nicht trösten lässt durch ihre Nähe, ne? Sondern immer in so einem Dauerquengeln zum Beispiel bleibt. Und diese Defensivdistanz verhindert den weiteren Zufluss an mütterlicher Intimität und Identifizierung. Wir können uns nur weiterentwickeln als Mädchen, indem wir auch mit der Rolle uns der Mutter identifizieren können, indem wir uns mit dem identifizieren, wie sie Dinge macht, wie sie bestimmt, was sie für Gefühle hat. Und wenn das durch eine innere Blockade eben abgetrennt ist, dass ich mich nicht einlassen kann auf sie, dann habe ich auch keinen Zugang zu meiner weiteren Entwicklung, was zum Beispiel die Rolle als Frau betrifft oder auch meine geschlechtliche Identität. Und abgespaltene Gefühle bewirken schwerwiegende emotionale Probleme, schreibt der Frank Leek bei euch auf Seite 102. Okay, solange die Mutter genügend anwesend ist, erlebt das Baby sein Sein als ein Wohlgefühl in der Identifikation mit ihr. Es kann sich das Leben nicht ohne die Mutter vorstellen, außer wenn sich ihr Kommen einmal kurz verzögert. So abhängig ist das Baby von ihrer Gegenwart, dass seine Fähigkeit, in Beziehung zu sein zur Mutter, in eine gefährliche Form von Hoffnungslosigkeit umschlägt. Wenn sie nicht rechtzeitig zurückkehrt. Freudige Erwartung weicht der Verzweiflung und einer wachsenden Trennungsangst. Selbst wenn an diesem Punkt maximal erträglicher Panik die Mutter zurückkehrt und diese Erfahrung abgespalten und verdrängt wird, bleibt sie ein unzerstörbarer Teil der persönlichen Identität. Und wichtig ist dann, wenn diese abgespaltenen Gefühle da sind oder die Bindung zur Mama eben mangelhaft ist, dann kann eben auch der Vater ab dem 2. bis 3. Lebensjahr dem Kind nicht diese nötige Bestätigung seiner geschlechtlichen Identität geben, dass es eben dass er als Junge völlig in Ordnung ist, ne? Dass er sich, also das Kind kann sich dann auch ohne Bindung an den Vater gar nicht mit ihm identifizieren, ne, als männlich. Und oft ist es halt so, dass Väter sich schon sehr bemühen müssen, wenn die Bindung zur Mutter eben schlecht ist, dass das Kind zu ihm eine gute Bindung entwickelt. Das ist zwar möglich, aber es ist schwieriger, wie wenn das Kind eben zur Mama schon eine gute Bindung hat, dann ist es leichter, dass
der Vater eben auch eine gute Bindung zu dem Kind aufbauen kann und dass dann der Vater eben die nötige Bestätigung gibt. Bei Jungen ganz wichtig, weil die sich ja differenzieren müssen, dass sie nicht so sind wie Mama, sondern wie Papa. Bei Mädchen ist es nicht ganz so schwerwiegend, weil die ja sowieso wie Mama sind und sich da nicht so weit differenzieren müssen. Na, das ist jetzt ein kleiner Junge, der ist gut gebunden an seinen Papa. Der kann sich fallen lassen beim Toben und Spielen. Und das männliche Identifikationsprinzip, ne, wenn das Baby, wenn das Kleinkind gut an den Vater gebunden ist, ne, dann gibt das Orientierung. Also der Vater ist derjenige, der eigentlich so die Verhaltensregeln dem Kind auch beibringt, seinen Willen trainiert, ne, dass es Konsequenzen hat, wenn das Kind eben nicht tut, was der Vater ihm gesagt hat. Natürlich können das auch die Mütter, aber ich glaube, die Väter können das unabhängiger von Gefühlen, also die sind da einfach sachlicher und objektiver. Die können Richtungsweisung auf ein Ziel hingeben, Ordnung beibringen, Verantwortungsübernahme trainieren. Und durch die Bestätigung des Vaters lernt dann eben der Sohn oder die Tochter, sich anzunehmen und sich in der Pubertät dann auch von der Mutter in einer gesunden Weise zu lösen. Also in der Pubertät ist es nochmal ganz wichtig, die Annahme vom Papa zu haben, also in Form von Bestätigung. Ich genüge als Frau, weil Papa mir signalisiert, dass ich vollwertig bin und er mich ja wirklich liebt, wie ich bin als Frau, als Mädchen. Und für einen Jungen ist es wichtig, dass er als Junge und als Mann bestätigt wird. Und diese Eigenständigkeit ist dann der entscheidende Schritt zur Reife und zum Wandel im Geist, eben durch die Bestätigung der geschlechtlichen Identität als Mann bei einem Sohn, bei der Tochter die Sicherheit als Frau für das andere Geschlecht wertvoll zu sein. Na, das hängt miteinander zusammen. Wenn wir diese Sicherheit und Bestätigung nicht gefunden haben, dann sind wir eben auch in unserer Eigenständigkeit gehandicapt. Und auch im Wandel, im Geist gehandicapt. Ne, weil Kinder dann unbewusst immer noch auf diese Erlaubnis oft warten, also selbst wenn sie dann erwachsen sind, dass sie sich lösen dürfen und dass sie eine eigenständige Persönlichkeit sein dürfen. Sie bleiben oft emotional verstrickt. Und Lane Payne sagt also, dass die gestörte Mutterbindung zum Zorn führt und zum starken Wunsch dann auch nach einer Ersatzbindung an Dinge, an Menschen oder an Macht, aber dann eben in einer kranken Weise an Menschen. Ich habe eben von dieser Tendenz zur Co-Abhängigkeit gesprochen, wo man versucht, diese Symbiose, die ja das Kleinkind am Anfang hat, ab der Geburt bis zum ersten Lebensjahr, ist es eigentlich in so einer engen Bindung mit Mama, dass es gar nicht unterscheidet, da fange ich an, da hört Mama auf. Also das ist quasi eine Einheit, Mama und ich. Ne? Es gibt keine Grenzen. Und wenn Menschen da verletzt sind, auch als Erwachsene, versuchen sie diese Symbiose wieder irgendwie nachzuholen. Oder eben durch Übertragung. Ich habe euch das am Anfang erklärt, wie das dann funktioniert. Oder eben auch durch Dinge, also eine Ersatzbindung an Geld zum Beispiel. Aber das können auch ganz profane Dinge sein, wie an Kopfkissen, dass ein Kind sein Kopfkissen mit rumschleppt und nur schlafen kann, wenn es zum Beispiel ein bestimmtes Kopfkissen hat. Oder dann eben auch an Macht. Das ist, glaube ich, bekannter, eben diese Menschen, die dann auch sehr narzisstisch sind und gar nicht mehr Bindung wirklich wollen, sondern nur noch Kontrolle und Macht über andere ausüben möchten, um eine eigene Sicherheit zu haben. Und bei einer Frau, die also eine gestörte Mutterbindung hat, kann das dann im Extremfall eben der Versuch sein, die Schädigung, diese innere Leere, dieses Selbstwertloch durch die emotionale Abhängigkeit von einer anderen Frau zu ersetzen. Und das geht dann bis zu Lesbianismus, dass man wirklich auch auf der sexuellen Ebene versucht,
durch die Bestätigung desselben Geschlechters quasi auch die Bestätigung für sich als Frau zu finden, wenn man das nicht in der Identifikation mit der Mutter gefunden hat, oder bei einem Mann in der symbiotischen Weise hörig zu sein, also nicht in eine gesunde Beziehung zum anderen Geschlecht zu gehen, sondern sich da völlig grenzenlos quasi auszuliefern. Und beides führt dann natürlich in den Bereich wieder des Götzendienstes und oder eben an Fantasiebindungen, an ein falsches Selbst. Ja, also die andere Frau jetzt, die mir das nachträglich geben soll, was die Mutter mir nicht gegeben hat, die wird dann eben zum Götzen. Ich lese euch mal vor, was Lake dazu schreibt, Seite 103 bei euch. Also Pen sagt, das ist eine Symbolverwirrung, ne? Wenn wir unbedingt eine Frau als Partner wollen, ne? Die uns die Bestätigung gibt, als Schutz gegen die entsetzliche Leere, die wir sonst spüren würden. Ne? Und die Tatsache, dass sie, also die Ratsuchende, keine Lebendigkeit ohne starke, fürsorgliche Frauen in ihrer Nähe kannte, ne? Hat sie immer wieder erlebt bei ihren Ratsuchenden. Und Lake nennt also diese Reaktion, nennt das, was Pen als Symbolverwirrung beschreibt, die Reaktion in der Lust. Eine alternative Schutzreaktion anstelle von Wut, also Wut, dass die Bindungsperson nicht genug da war, dass sie nicht die Bedürfnisse adäquat befriedigt hat, besteht darin, die wirkliche Mutter und ihre Brust durch eine bloße Fantasievorstellung zu ersetzen, als ob man sie dadurch wieder besitzen würde. Dieser Ersatz eines realen geliebten Objektes durch eins in der Fantasie wird als libidinöse Fantasie bezeichnet. Im einfachen Sprachgebrauch bedeutet Lust ein absolutes Verlangen, ohne dass man nicht existieren kann. In den ersten Tagen formt der Säugling ein Bild des begehrten Objektes der Brust oder der Brustwarze und ein verschwommenes Bild des Gesichts der begehrten Person, und in der schmerzvollen Abwesenheit der realen Person oder eines akzeptablen Ersatzes erschafft die Fantasie, die ersehnte Person, einen Teil von ihr oder eins ihrer Kleidungsstücke als ein Erinnerungsstück in Form eines mentalen Bildes. Also es ist quasi so ein inneres Bild. Und diese libidinöse Fantasie tritt unabhängig von der Wutreaktion auf. Also das ist dann, diese libidinöse Fantasie ist der Ersatz für die echte Mutter und bewirkt bei beiderlei Geschlecht oft eben eine Fixierung auf die weibliche Brust und schließt dann so ein zwanghaftes Verlangen danach ein. Also das lässt sich nicht trennen, ne? Unsere, so wie wir Bindung erlebt haben, so werden wir auch dann versuchen, dann, wenn wir eben uns geschlechtlich weiterentwickeln sollten, versuchen, das irgendwie für uns selbst zu lösen, indem wir dann eben in Götzendienst gehen. Nochmal zurück zu den Grundbedürfnissen. Bedürfnissen seelischer Gesundheit? Oder habt ihr Fragen noch dazu gehabt? Also Staus schreibt also auch, Seite 104, bei der Verletzung dieser Grundbedürfnisse, psychosozialen Grundbedürfnisse, tritt Mangel auf durch Zorn, Wut und Angst. Also das, ich führe da immer wieder auch den Staus an, weil der das quasi wissenschaftlich nochmal belegt, ne, was Leon Payne schon vor 40, 50 Jahren gelehrt hat. Und das führt dann zu einer Anfälligkeit für psychiatrische Krankheiten, Beziehungstraumata, da neurobiologische Grundlagen eben nicht befriedigt werden, und zu einer Verunsicherung bezüglich sich und anderen, werden verinnerlicht und im unbewussten emotionalen Arbeitsmodell repräsentiert. Ne? Und diese Verunsicherung betrifft auch unsere geschlechtliche Identität. Und es entsteht ein Wiederholungszwang. Und was habt ihr heute Morgen gelernt? Was ist der Wiederholungszwang? Ja,
Genau, eine Übertragung. Ne, dass wir aus diesem Schmerz, aus diesem Selbstwertloch raus versuchen, irgendwas Akzeptables zu finden, was als Götze das quasi an Wertschätzung und Liebe in unser Herz rein transportiert, ne, was wir eben nicht bekommen haben. Und das Fatale ist, dass wir das gar nicht selber machen müssten. Ne? Es ist unser Stolz, dass wir aus unserem, dass wir uns selber helfen wollen, diesen Mangel zu füllen. Und wenn wir zu Gott laufen würden, dann würde es ganz schnell in Ordnung bringen und uns seine Wertschätzung und seine Liebe zeigen. Aber stattdessen müssen wir erstmal den Götzen identifizieren, uns davon trennen, ne? Uns wirklich auch für Gott öffnen und seine Liebe dann zulassen. Ja, dann nochmal zu dieser Bindungs- und Explorationswippe. Seite 105 ist das bei euch. In der Bindungstheorie gibt es dann eben diese Annahme, dass durch Trennung Bindungsverhalten aktiviert wird. Also Bindungsverhalten wäre zum Beispiel weinen, aus einer irrationalen Angst zu sterben oder auch anklammern. Und durch körperliche Nähe und Feinfühligkeit wird also das Bedürfnis beruhigt, sowie durch die emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson, Verarbeitung der eigenen elterlichen Traumen. Das ist ganz wichtig. Manche Eltern sind so noch mit ihren eigenen Traumen beschäftigt, die nicht verarbeitet sind, dass sie sich emotional wie eingefroren verhalten oder sind und sich gar nicht emotional auf das Baby einlassen können. Dass die Eltern eben selber auch eine Bereitschaft zur Bindung haben und dass Ressourcen vorhanden sind bei der Bindungsperson durch eine eigene sichere Bindung. Wir haben schon gehört, dass also Bindungssicherheit und Erkundung der Umwelt miteinander verknüpft sind. Bei einer sicheren Bindung ist zum Beispiel Weinen als Bindungsverhalten deaktiviert. Deshalb kann die Umgebung erkundet werden, weil es ja bei Angst oder bei Verunsicherung sofort wieder einen sicheren Hafen gibt für die Rückkehr. Und bei einer unsicheren Bindung ist also das Bindungsverhalten, zum Beispiel Anklammern, ständig aktiv. Und deshalb kann bei einer unsicheren Bindung eben die Erkundung gar nicht erst stattfinden. Und das Kind und später auch der Erwachsene ist gehemmt, überhaupt eigenständig etwas erkunden zu wollen. Und es gibt natürlich dann einen Konflikt. Trotz dem Wunsch nach Befriedigung der Grundbedürfnisse, also auch der anderen Grundbedürfnisse, nicht nur Autonomie, sondern eben auch gesehen werden, gesundes narzisstisches Grundbedürfnis oder Grundbedürfnis nach Identität. Wenn also das nicht befriedigt ist, wird dann aus der Angst vor Schmerz, der ausgelöst wird, wenn diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, werden automatische Vermeidungsstrategien als Defensivdistanz entwickelt. Zum Beispiel keinem mehr nahe kommen. Wir kennen alle Menschen, die scheinen einfach komplett abgegrenzt zu sein. Da kommt scheinbar nichts durch. Oder dass man den eigenen Selbstwert einfach nicht annehmen will. Dass man sich nicht selber sein und dafür Verantwortung tragen will, dass man allen Entscheidungen ausweicht, indem man sagt, entscheide du oder es einfach anderen überlässt. Und dass man halt eben unter Umständen auch narzisstische Größenvorstellungen auslebt als Ersatz für die echte Zugehörigkeit und Liebe, die man gebraucht hätte. Kann sich daraus auch Neid und sowas entwickeln? Bitte? Kann sich daraus auch Neid entwickeln? Ja, natürlich, klar. Neid und Eifersucht sind natürlich vorprogrammiert, nicht nur Zorn. Genau, ja. Also das wäre jetzt halt so ein Kind, obwohl die Brust ja eigentlich da ist, lässt es sich nicht beruhigen. Es hat eine Defensivdistanz aufgebaut, es nimmt die Nähe nicht an. Aber das Gute ist, dass eben durch
die Bindung an Gott oder auch eine Bezugsperson, die mit uns das aufarbeitet, die Reparatur des Gendefekts wirklich möglich ist. Also durch Beziehungserfahrungen, die positiv sind, lässt sich das wieder ja auch im Gehirn quasi umbauen, dieses Arbeitsmodell. Und der Gendefekt, der sonst eben auch durch Vererbung weitergegeben wird, durch das Cortisol, das ausgeschüttet wird. Also Cortisol wird ja ausgeschüttet, wenn man Stress hat, durch diesen Dauerstress. Auch das wird quasi als Erbgut wieder regeneriert und nicht weiter vererbt. Und entscheidend dafür sind eben kontinuierlich emotional korrektive Erfahrungen, entweder durch die sichere Bindung an einen Therapeuten, eine enge Bezugsperson, das kann auch ein Ehepartner sein, oder eben an Gott selbst. Also die gute Botschaft ist, diese Arbeitsmodelle sind veränderbar. Ne? Wenn die aktiviert werden, indem man neue sensitive Erfahrungen macht, aktuell, dann werden diese Beziehungsmuster sich reorganisieren und es werden sich positive Modelle ausbilden. Durch das Cortisol. Also wenn jetzt jemand zu wenig Bindung hat, ne? Also ist ja dieses zum Beispiel Anklammern, dieses Schreien, Hilfe, Hilfe, ich brauche jemand, der als Bindungsperson da ist, das löst Stress im Gehirn aus. Und dieser Dauerstress wird dadurch erzeugt, dass Cortisol ständig ausgeschüttet wird im Gehirn. Und das wird weiter vererbt, wenn das nicht geheilt ist vorher. Also nicht ich habe es schon geerbt, sondern vielleicht, ne, weil die Person vor mir wahrscheinlich auch noch nicht bindungsfähig war, habe ich schon einen Teil geerbt. Aber das Cortisol, das aktuell bei mir ausgeschüttet wird, wird sich in meinen Genen verankern und werde ich dann auch weitergeben. Aber wenn sich das eben durch eine sichere Bindung auffangen lässt und geheilt wird, wird es dann auch in positiver Weise wieder weitergegeben, ne? Und Hindernis für die Heilung ist halt immer unser Stolz, das heißt der Anspruch, dass Gott all unsere Bedürfnisse so erfüllt, dass wir nicht leiden müssen. Also wir haben das alle ganz tief in uns, dass wir eben nicht leiden wollen, dass wir unbewusst das auch Gott dann vorhalten, ne, und sauer auf ihn sind, wenn wir eben in Situationen kommen, die schmerzhaft sind. Aber dieser Anspruch auf das Paradies muss sich eben der Realität beugen, wie Gott sie uns zumutet. Und wir können wirklich den Schmerz darüber verarbeiten, um Freude zu finden. Also es ist möglich, auch ganz starke Bindungsbrüche oder Schmerzen wirklich aufarbeiten zu können. Und jetzt nochmal die Frage, warum können wir nicht von Gott empfangen oder können nur so schwierig von Gott empfangen? Das ist bei euch Seite 107. Also diese Blockade im empfangenden Sein, und ich meine damit dieses Fühlen der Gegenwart Gottes, ne, ist meist auch der Bruch durch die Mutterwunde in den ersten beiden Lebensjahren nach Andrew Comiskey. Also er war selbst homosexuell und ist geheilt worden und hat da eben durch sein Psychologiestudium ganz vieles auch herausgefunden, was bei ihm ursächlich war. Und er schreibt eben sehr viel über diesen Bruch durch die Mutterwunde. Und er betont eben auch, dass die Mutter eben dem Kind die Fähigkeit weitergibt, Liebe zu empfangen und in sich zu behalten, als Daseinsberechtigung oder Urvertrauen. Und sie versichert dem Kind, dass es eine eigenständige Person ist, außerhalb ihres Lebens existiert. Und er schreibt auch, dass Symptome eben für eine Mutterwunde sein können. Also Mutterwunde, jetzt habe ich vorher Bindungsstörung genannt, das meint dasselbe.
Misstrauen als Lebensgrundhaltung, Apathie, Introvertiertheit, Aggressionen und kontrollierte Gefühle. Ein Gefühl der Leere, das ist ganz typisch, nicht zu existieren und tödliche Einsamkeit. Also diese Menschen können, auch wenn aktuell eine Person sich bemüht um Beziehung oder Bindung, oft das nicht realisieren und nicht an sich heranlassen. Und es gibt einen überwältigenden Drang, die eigene Identität in einer anderen Person zu finden. Das heißt, bei Frauen eher die Tendenz zur emotionalen Abhängigkeit, bei Männern eher die Tendenz zur Sexsucht. Und es gibt einen starken Drang nach weiblicher Berührung, also das ist bei beiden Geschlechtern, und eine Fixierung auf die weibliche Brust als Symbol mütterlicher Fürsorge. Und diese Entwicklungsstörungen, die eventuell dann eben die geschlechtliche Identität auch mitbestimmen, können aber von Gottes heilender Gegenwart wirklich aufgefangen werden, können von ihm wirklich geheilt werden. Er will die Leere in uns ausfüllen und das Selbstbewusstsein wecken, um wirklich Liebe zu empfangen und weitergeben zu können. Ich möchte euch gleich die Gelegenheit geben, mit Dodo zusammen, dass, wenn ihr empfindet, dass euch das betrifft, dass ihr hier nach vorne kommen dürft, um Gebet dafür zu empfangen, einfach so als Startpunkt dahin zu gucken, ne, was euch da vielleicht gefehlt hat. Denn durch das Beten kommen die Ratsuchenden dann oft in Berührung mit unterdrückten oder verleugneten Gefühlen, die diese Leere eben verursachen. Und Vergebung gegenüber der Mutter macht notwendig, eben das Entschuldigen durch Rationalisieren aufzugeben. Also viele haben sich vor weiterem Schmerz geschützt, indem sie einfach gesagt haben, ja, sie hat ihr Bestes getan und sie konnte halt nicht mehr. Vielleicht war das auch so, aber trotzdem hat es Schmerz ausgelöst und wir dürfen einfach diesen Schmerz auch zulassen als Signalgeber, dass da was nicht stimmt. Und nur die Sünde, die ich oder der Ratsuchende dann als solche subjektiv dann auch identifiziert hat, also jetzt eben auch Sünde der Bezugsperson, kann an Jesus abgegeben werden, kann überhaupt vergeben werden. Und durch die Vergebung wird dann die Mutter aus allen Erwartungen und Ansprüchen entlassen, die noch latent im Ratsuchenden vorhanden waren. Und das ist meistens der Startpunkt für so einen längeren Vergebungsprozess. So ein längerer auch Hinsehprozess, ne? Ja, ich lese euch mal dieses Gebet vor. Das ist auch in euren Unterlagen. Nein, es ist nicht drin. Ah doch, da, 108, Seite 108. Wie David, der seine Seele mit einem kleinen Kind verglich, Psalm 131, Vers 2, das von seiner Mutter entwöhnt ist, kommen wir jetzt in deine Gegenwart, Herr Jesus. Wir anerkennen dich als den Treuen und Feinfühligen. Wir kommen zu dir und suchen die Tiefe deiner Bestätigung in der Weise, wie du sie uns schenken möchtest. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes geben wir dir unsere tief sitzende Angst und Bedrückung, die unser Leben bisher durchdrungen hat. Durchflute du uns mit deiner treuen und liebenden Gegenwart. Schaffe durch deine Gnade eine sichere und feste Basis für unsere Daseinsberechtigung, wo unsere Eltern dies nicht konnten. Befreie uns, deine Liebe zu empfangen als die unseres Schöpfers und Erlösers. Werde du die Grundlage für unsere Sicherheit als Person und für unser Selbstbewusstsein und befreie uns, auf deine Initiative einzugehen und uns von dir lieben zu lassen. Amen. Ja, wie gesagt, wer gebeten möchte, darf gerne nach vorne kommen. Habt ihr sonst noch Fragen? Die dürft ihr jetzt gerne auch noch stellen vorher.
Auch die Online-Teilnehmer dürfen Fragen stellen. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann dürfen die, die kein Gebet möchten, in die Mittagspause. Und ich würde sagen, dass wir dann aber 14:45 aus der Pause zurückkommen. Ach so, ja, also um jetzt eben die Regeln auch wegen Corona gut einzuhalten, würde ich sagen, wir tragen einfach Masken, wenn wir jetzt für euch beten. Ne? Wenn ihr nach vorne kommen wollt, zieht bitte eure Masken an. Ja, dann wünsche ich euch eine gesegnete Mittagspause und wir sehen uns später. Ich starte mit Gebet. Vater, ich danke so sehr, dass wir wieder starten können ins Thema rein. Und ich bete, dass du uns echt hilfst, zu fokussieren. Heiliger Geist, komm du mit Erfrischung, mit einer frischen Ausgießung deines Geistes. Herr, hilf uns wirklich zu verstehen. Hilf uns zu verstehen, Herr. Hilf unser Herz zu verstehen. Herr, da wo wir vielleicht noch gebunden sind oder in Schmerzabwehr stecken geblieben sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du ganz sanft mit uns weitergehst. Danke, Herr. Amen. Amen. Ja, schön, dass ihr da seid, auch so mit das Pause. Ich hoffe, ihr habt euch erholt ein wenig. Okay, ich starte mit dem Thema. Und zwar habe ich hier Steine gebracht. Das Thema lautet ja das steinerne Herz und die bitteren Wurzeln. Und dieser Stein sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Herz. Und wusstet ihr, dass wenn Steine im Wasser liegen, dass sie innen trocken bleiben? Und genauso ist es auch mit verhärteten Herzen. Die sind einfach immun gegen den Heiligen Geist. Und das ist auch ein Grund, warum wir Gott nicht spüren oder nicht empfangen können, wenn wir in Herzensverhärtung stecken bleiben. So, jetzt hier mal weiter zu. 173. Bitte? Oh ja, der Beamer muss so machen. Und es geht hier wieder nicht weiter. Genau, wir machen noch mal einen kleinen Exkurs auf die Seite 128 zum Thema, was ist das Herz? Diese zwei ausführliche DIN A4 Seiten, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Und da könnt ihr noch mal tiefer reingehen, wenn ihr mögt. An dieser Stelle soll genügen der Bibelvers: Lernet Klugheit, ihr Einfältigen und ihr Toren, lernt Verstand. Und im hebräischen Urtext wird statt Verstand das Wort Herz verwendet. Und
Verstand kann man als Interpretation des Übersetzers verstehen. Und in der neuen Auflage von 2006, der Elberfelder-Bibel, heißt es: Lernt Klugheit, ihr Einfältigen und ihr Toren, bringt euer Herz zur Einsicht. Das ist ja interessant. Das Herz kann tatsächlich verstehen oder Dinge einsehen. Und in Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Und daran sehen wir, welche wichtige Rolle die Bibel dem Herz zuschreibt. Und ich glaube, dass Gott uns auch selber ein Mandat gegeben hat, gut auf uns aufzupassen, gut auf unser Herz aufzupassen. Wir haben selber Verantwortung, mit unserem Herzen gut umzugehen. Denn das Herz ist die zentrale Substanz des Menschen und nach Paulus halt wie ein Entscheidungszentrum. Was ist jetzt das steinerne Herz? Also nochmal, das gesunde Herz, ne, so wie Gott es sich gedacht hat, ist das Zentrum unserer Persönlichkeit und der verborgene Ort, der unser Denken, Fühlen, unsere Entscheidung und auch somit unser Handeln lenkt. Nochmal zurück. Und das steinerne Herz besteht besonders in den ersten Lebensjahren durch tiefe Verletzungen und Enttäuschungen und schützt das Kind vor weiteren Verletzungen. Ist klar, ne? Da machen wir uns hart. Unser Herz hart. Und soll uns vor weiteren Verletzungen schützen. Was ist jetzt ein innerer Schwur? Ein innerer Schwur ist ein Teilaspekt des steinernen Herzens. Und in verletzenden Situationen werden Gelübde wie Festlegungen in der Art eines Schwures getroffen, die später wie ein Wachturm oder unbewusste Lebensleitlinie an der Herzensmauer wirkt. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich sorge dafür, dass ich nie wieder eine Kränkung erlebe und deswegen werde ich mich nie mehr jemandem anvertrauen, dann wirkt dieser Satz halt wie eine Lebensleitlinie, an die ich mich dann letztlich entlanghange. Na, ihr versteht's. Sie werden zu Lebensleitlinien und Schutzmauern erhoben und innere Schwüre können durch Missbrauch und schmerzhafte Erfahrungen entstehen. Aber Gott sagt: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz im Sinne unserer biologischen Natürlichkeit geben. Hesekiel 36, 26. Das ist das, was Gott tut. Jetzt kommt das, wo wir selber Verantwortung tragen, nämlich im Kampffeld unseres Glaubens zu bestehen. So auch hier in Römer 6, 11, 14. Haltet euch der Sünde für tot, Gott lebend in Christus. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und da wird tatsächlich Sünde, finde ich, als Königin bezeichnet, die über uns herrschen kann. Und wir sind aufgefordert, uns ihr gegenüber als tot zu verhalten, indem wir Jesu Tod in Anspruch nehmen. Genau. Deswegen sollen wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen und uns von Festlegung trennen. Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen, verstehe ich so, dass ich sage: Okay, Herr, hilf mir wirklich das zu denken, Gott, was du über mich denkst oder was du denkst. Ja, dass wir wirklich unser Denken erneuern. Und wir sind auch herausgefordert, Christus ähnlicher zu werden und die Frucht des Geistes hervorzubringen. Also Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit und
Selbstbeherrschung. Genau, das sind die Folgen. Ne? Das sind dann die, das, was ganz natürlich wächst, wenn wir am Weinstock bleiben. Innere Schwüre sollen Schutz vor weiteren Verletzungen bieten. Schwüre werden zu Lebensleitlinien und Schutzmauern erhoben. Genau, sie können durch Missbrauch und schmerzhafte Erfahrungen entstehen und sie sind gekennzeichnet durch Ich-Aussagen, ne? Und sie drücken eine Absolutheit aus durch Worte wie nie, immer, alle oder alles, niemand, nichts. Ja, da gibt es keine Abstufung mehr, da ist es entweder alles oder nichts. Genau, da hatte ich nochmal eine Tischdecke mitgebracht. Das Herz. Jetzt mal hier für unsere Online-Schüler. Seht ihr das? Ja. Also das Herz verwundet, ne? Verwundet durch vielleicht, durch Kränkung von Mama oder Papa. Ja, da gibt es emotionalen Missbrauch, überhaupt dieses ganze Missbrauchserfahrung. Und was auch immer, durch was auch immer unser Herz verletzt worden ist. Ne? Es sind Wunden in unserem Herzen. Und durch Wiederholung werden Aussagen zum Schwur. Sie sind oft vergessen, aber bewusstseinsfähig. Sie beeinflussen unser Erleben und Verhalten erheblich. Und innere Schwüre sind zumeist Reaktionen auf unbewältigte Ereignisse. Das heißt, die Spontanreaktion wird durch Absolutheit und oder kontinuierliches Wiederholen zum inneren Schwur. Und das nochmal zur Wiederholung, hatten wir letztes Mal auch schon. Diese Schnur soll diesen Schwur darstellen. Und indem ich sage, diese Verletzung soll mir nicht wieder passieren und ich werde nie wieder Nähe zulassen, indem ich das sage, mache ich nichts anderes als in die Schmerzabwehr gehen und diesen Schmerz hier praktisch wie abbinden an meinem Herzen. So, und das kann genauso auch als wiedergeborener Christ passieren oder ich komme mit diesem Herzen zu Jesus. Na, hier ist abgebunden. Ich komme mit diesem Herzen zu Jesus und bekehre mich. Oder manchmal sind es auch geistliche Leiter, die schon viele Jahre mit Jesus unterwegs sind. Und wir merken gar nicht, dass wir hier zum Beispiel in der Schmerzabwehr sind und das abgebunden haben, Schmerzen wirklich abgebunden haben. Ne, wie zum Beispiel eine Mutterwunde. Und wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dann wird dieser Bereich nicht automatisch vom Heiligen Geist berührt. Ne? Also wir sind dann nicht automatisch, weil wir uns bekehrt haben, an diesen Schmerzen geheilt. Das kann passieren. Ich denke, das sind sicher die Ausnahmen. Aber ganz oft und vielfach ist es eben so, dass diese Schmerzen nicht vom Heiligen Geist berührt worden sind oder von Jesus. Genauso wie mit diesem Stein, ne, der im Wasser liegt und das Wasser kann nicht durchdringen. So ist es auch ähnlich mit dem Heiligen Geist, er kann da nicht dran. Und erst wenn wir sagen, okay, ich gebe die Schmerzabwehr auf und wirklich mit diesem Schwur breche letztendlich, und diese Schmerzabwehr loslasse und Buße tue für diesen Schwur und Jesus ranlasse an diese Schmerzen, dann kann er sie auch heilen. Na, dann kann sein Blut das letztendlich wegwischen. Genau. Ja. Die auch vergessen haben. Das erkenne ich also dann nur da.
Da komme ich jetzt drauf. Da komme ich jetzt drauf. Also die Frage war, wie kommt man an vergessene Schwüre dran oder unbewusste Schwüre? Also nochmal, wie Schwüre wirken, sie wirken wie Bahngleise. Und Jesus sagt dabei, es sei eure Rede ein Ja, Ja oder Nein, Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Matthäus 5, 37. Das heißt, durch die Angst vor etwas, dem wir mehr Bedeutung oder Wert als Gott geben, das wir um jeden Preis vermeiden wollen, sind wir unbewusst im Götzendienst. Das haben wir letztes Mal schon immer wieder gesagt und heute auch wieder. Das ist nichts anderes, wenn ich mein ganzes Leben darum kreise, das ist ein bestimmter Schmerz, dass ich dem ausweiche, also Menschen nicht an mich heranlasse, weil ich in Distanz bleiben möchte aufgrund von Schmerzabwehr, ist es nichts anderes als Götzendienst. Ne? Weil ich dem einfach einen zu großen Wert messe. Und die Lösung ist, in den Schmerz einwilligen, um nicht sündigen zu müssen und die Angst ansehen. Weil was mich auf Dauer hindert an Leben und Liebe, ist die Schmerzabwehr, also dieser innere Schwur zum Beispiel, und nicht die Schmerzen selber. Das werde ich erleben in Begleitung, in Seelsorge, in der Gegenwart Gottes, dass ich das doch aushalten kann. Hier habe ich die Bahngleise, also entlang dieses Schwures. Es darf mir nie wieder jemand zu nahe kommen, hangel ich mich entlang und ja, muss ihm immer weiter folgen, ob ich möchte oder nicht. Zu inneren Schwüren gibt es Zugang durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Es kommt zur Frage von der Ines, wie wir da Zugang bekommen. Also, wir können den Heiligen Geist fragen, um uns zu erinnern an frühere Situationen. Wo habe ich schmerzliche Situationen erlebt? Und was hat es damals für mich bedeutet? Habe ich da eine Entscheidung getroffen, einen Schwur dann letztlich getroffen? Wisst ihr nicht, wo das steht? Habt ihr das gefunden? Jetzt auch nicht. Also. Also Gefühle und Überzeugung in Worte fassen. Was habe ich mir damals vorgenommen? Oder ich gehe in aktuelle Konfliktsituationen. Dass ich mich frage, was geht jetzt ab? Und dass ich mich selber mal beobachte. Hast du die Seitenzahl? Zum Beispiel, das kann auch ein Gradmesser sein, wenn ich zum Beispiel überreagiere, wenn ich mich selbst nicht verstehe, warum fühlt mich das gerade so auf, warum bin ich gerade so angetriggert, warum bin ich emotional so aufgebracht, dann können das Hinweise sein auf einen Schwur, den ich in der Vergangenheit formuliert habe. Ist das soweit klar, ne? Für euch? Ne? Gut. Dann schicke ich euch jetzt gleich in eine kurze praktische Übung. Und zwar mit der Frage, welche Lebensmuster oder Charaktereigenschaften hast du bei deinen Eltern, anderen nahen Autoritätspersonen oder Geschwistern abgelehnt und verurteilt, die du heute in deinem Leben selber wiederfindest?
Genau, da bekommt ihr jetzt 5 Minuten Zeit, jeder für sich, das persönlich mal mit dem Heiligen Geist und Jesus zu verstoffwechseln. Und wenn ihr mögt, können wir das hinterher auch als Grundlage, als Gesprächsgrundlage in der Kleingruppe nehmen. Also 5 Minuten, seid ehrlich zu euch selber und hört mal hin, ob der Heilige Geist da etwas aufdecken möchte.
Seid ihr soweit oder braucht ihr noch ein bisschen Zeit? Okay. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist das auch ein Thema, was ihr dann in euren zukünftigen Zweierschaften noch besprechen mögt, falls es für die Kleingruppe zu viel wird oder wie auch immer. Geht da auch gut mit euch selber um. Ich mache jetzt einfach weiter mit dem Thema Lügen. Die Bettina hat ja eben schon ganz viel immer auch von dem Selbstwertloch gesprochen. Und ich glaube, dass wir mehr oder weniger alle von diesem Virus befallen sind, dass wir in einer negativen Selbstabwertung leben. Weil es gibt ja immer Menschen, die sind schöner, erfolgreicher, klüger, was weiß ich. Und wir kultivieren dann oft Lügen in unser Leben hinein, weil nicht jeder Satz wird gleich zu einem Schwur. Es sind oft Lügen oder Halbwahrheiten, mit denen wir kooperieren. Zum Beispiel eine Lüge, was oft in der Seelsorge vorkommt, ich bin nicht genug, es reicht nicht. Das, was ich zu geben habe, reicht einfach nicht. Ich bin nicht richtig. Ja. Wie gehen wir mit der Lüge um? Also, wir versuchen sie so genau wie möglich zu identifizieren. Was genau sage ich mir da eigentlich? Erstmal hinhören, wahrnehmen. Na, wahrnehmen ist immer wichtig. Vielleicht sind sie auch nur so halbwegs im Bewusstsein, weil wir viele Dinge uns im Alltag so stillschweigend zusprechen, so lautlos. Das sind dann Gedanken, die blitzen dann so auf, aber dann mal wirklich auch wahrzunehmen, was spreche ich mir denn da überhaupt den ganzen Tag so zu? Ja, genau hinhören, wahrnehmen. Wie sieht die Lüge aus?
Vielleicht steckt ja auch ein Stück Wahrheit drin. Das ist vielleicht so eine Halbwahrheit. Die ist ganz gefährlich, weil so Halbwahrheiten sind noch schwieriger zu identifizieren. Hört sich vielleicht auf den ersten Blick richtig an, aber auf den zweiten Blick ist es doch eine Lüge. Welche Folgen hat die Lüge? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich bin nicht genug oder was ich mache, ist nicht gut genug, kann ja sein, dass ich mich ja aus Verantwortung wirklich zurückziehe und immer hinter einer bestimmten Schutzmauer bleibe. Welche Haltung steht dahinter? Das könnte zum Beispiel Minderwertigkeit sein. Ja, Versagensangst. Was auch immer. Welche Vorteile bringt mir die Lüge ein? Also zum Beispiel, ich ziehe mich aus Verantwortung zurück. Dann habe ich vielleicht weniger Stress. Das fühlt sich dann erstmal gut an. Ich darf aber, wenn ich wirklich möchte, die Lüge loslassen. Und dazu ist hilfreich, wirklich auch die Nachteile zu erkennen. Nämlich, dass ich zum Beispiel unter meiner von Gott gegebenen Würde lebe, unter meiner Bestimmung und nicht wirklich in meine Berufung hineinkomme. Und weil ich das so furchtbar finde, fange ich an, diese Lüge zu hassen. Und ich darf sie wirklich an der Wurzel packen und mich der Angst vor dem Schmerz stellen. Und meine eigenen Anteile erkennen, das ist sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit Buße, wirklich zu sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich mich auf diese Lüge eingelassen habe, dass ich darauf gehört habe, dass ich sie wie kultiviert habe in meinem inneren Garten. Und dann wächst und wuchert wie Unkraut. Und sie deswegen rausreißen darf aus meinem Leben. Auch die Haltung, die dahinter steht, erkennen, ganz wichtig, vielleicht von Minderwertigkeit. Ja. Dann geht es darum, wirklich mit der Lüge zu brechen. Und das hat Konsequenzen. Also Vergebung gewähren und empfangen. Und das Böse wirklich verabscheuen, dem Götzen widerrufen. Und Hass auf die Sünde kann wirklich ein gesunder Antreiber sein, dass ich dem wirklich entsage. Sage, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich habe damit nichts mehr zu tun. Es gehört auch nicht mehr zu meiner Wesensidentität mit Christus. Und ich will nur noch die Wahrheit. Genau. Und dann auch die Wahrheit zu meiner Gewohnheit machen. Sie einüben. Und das geschieht zum Beispiel auch dadurch, dass ich mich der Gemeinschaft mitteile, dass ich zum Beispiel einer Person gegenüber einfach bekenne, wo ich mich sicher fühle. Ne? Dass ich zum Beispiel sage, so und so war das bei mir früher. Oder ich bin da gerade in einem heilsamen Prozess. Und das allein ist auch schon sehr heilsam, weil alles, wo Gott uns befehlt, drüber zu sprechen, kann es ja ans Licht kommen und dann kann es auch heil werden. Genau. Also Widerstände wahrnehmen und ans Licht bringen. Wirklich die Scham überwinden. Indem ich anfange zu reden, kann ich die Scham überwinden. Ist das soweit klar? Ja, ne? Gut, dann mache ich weiter. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen drei verhängnisvollen Sätzen, die auch Schwüre sind. Von Hannah Baar sind die formuliert.
Ich will alles nur das nicht. Ich will um keinen Preis, ja, zum Beispiel eine Verletzung erleben. Oder ich will um jeden Preis stark sein. Ich will um jeden Preis nach außen stark sein. Die Sätze haben Vertragscharakter. Wir rebellieren damit gegen Gott. Und sie haben Spaltungscharakter. Da haben wir ja letztes Mal auch schon ganz ausführlich darüber gesprochen, dass unser inneres Herz, unser Sein letztendlich gespalten wird in den Dominanzanteil, in den Beziehungsanteil. Aber sie bringen uns auch auseinander in Beziehung. Sie halten uns auf Abstand und eben auch auf Abstand zu Gott. Ist auch soweit klar, ne? Jetzt machen wir einen kleinen Abstecher zum Thema Paradigmen. Was sind Paradigmen? Paradigmen sind grundsätzliche Denkweisen, Weltbilder, Vorurteile oder Familienmottos. Und sie sagen einem, was man tut oder was man nicht tut. Sie können sowohl Einzelne treffen als auch Familien, Regionen, Städte, Völker. Und da könnt ihr auch gerne mal hinhören, was war denn eigentlich so unser Familienmotto in meiner Ursprungsfamilie? Wie wurde über uns als Familie gedacht? Oder was wurde da gesagt? Ja. Ja? Für mich ist immer das Wort Götze, das steht drunter, das hast du jetzt gar nicht verwendet, aber das finde ich immer, das ist für mich so abstrakt. Ich kann sagen, ich nehme das Wort nicht ab, aber jetzt in unserem Meinung ist das jetzt gar nicht so ein häufiges Wort, sage ich mal. Ja. Und jetzt steht hier zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Sätze habe, um keinen Preis, ich sage jetzt mal, ich war vollständig, irgendwie möchte ich so einen Negativmut bekommen wie meine Mutter. Dann ist es ja jetzt nicht ein, dann ist es ja nicht was hören, was ich mich jetzt verschrieben habe und was ich höher als Gott setze. Also da steht ja darunter, sie führen einen Gotzen ein, der wird wichtiger als Gott. Ja. Das ist mir too much. Also oder ich verstehe es nicht, ich kann auch sein. Also mir ist es zu gewichtig. Also ich nehme das ernst, dass die mich aus der Vergangenheit mich prägen und mich einengen und mich teilweise nicht zu Gott lassen, aber Götze, also dass ich das jetzt nicht die ganze Zeit. Ja. Das ist vielleicht um die Angst, die Angst davor, so zu werden. Ne? Das ist also, wenn man das richtig sozusagen wirklich permanent im Kopf hat, also dass eines nicht mehr los ist. Ja. Okay. Also, dass einen die Angst wirklich so im Griff hat, dass man alles tut und das zu vermeiden. Ja. Okay. Also die Frage war. Die Angst ist dann der Götze, also die Angst ist dann größer als Gott. Ja. Also die Frage war, wie ist das im Zusammenhang mit Götzendienst, wenn wir einen Schwur getroffen haben. Genau, wie das damit zusammenhängt. Wir führen damit wie ein Götzen der Angst ein, weil diese Angst uns dann letztendlich bestimmt. Ne, das ist das, was uns dann letztendlich bestimmt und wie so ein innerer Antreiber dann auch fungiert. Und wir merken ja an der Frucht, das bestimmt unser Leben. Alles, was uns bestimmt, letztendlich, alles außer Gott, ist letztendlich dann ein Götze. Ja, aber ich glaube auch trotzdem, dass wir, wenn wir jetzt einen Schwur gesprochen haben, wie alles nur das nicht, das hat ja auch was mit meinem Gottesbild zu tun. Ja. Ich fühle mich jetzt nicht gekriegt von irgendwas, was ich so verinnerlicht habe, dass ich denke, das ist mein Leben. Also, wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch noch nicht. Ja.
Ja. Also wenn ich in dieser Angst bin, ne, wenn ich grundsätzlich in dieser Angst bin, dann bin ich aber auch nicht hundertprozentig in diesem Gottvertrauen. Ne? Und wenn ich nicht in diesem Gottvertrauen bin, dann habe ich, weißt du, dann denke ich, aha, Gott sitzt im Himmel und hat vielleicht gar keine guten Absichten mit mir. Das geht ganz oft auch einher. Ne? Und dann denke ich vielleicht, ja, dann bin ich in der Negativübertragung auch auf Gott und denke, der wird mich bestrafen. So, ne? Und wenn ich so ein Gottesbild habe, dass Gott mich bestrafen wird oder dass er es nicht gut mit mir meint, dann bin ich sofort im Götzendienst. Vielleicht wird es daran auch nochmal klar. Ja. Aber danke für deine Frage. Also es hat immer auch was mit dem Gottesbild zu tun. Es geht immer auf diese drei Ebenen. Das macht was mit mir, wenn ich in Lüge oder in inneren Schwüren verheddert bin, mit meinem Nächsten und zu Gott. Es hat immer auf allen Ebenen Auswirkungen. Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten praktischen Teil und da kommt ja auch 5 Minuten. Und ihr dürft das auch als Grundlage für die Kleingruppe nehmen. Und zwar, bitte den Heiligen Geist, innere Schwüre oder auch Festlegungen aufzudecken, wie zum Beispiel, ich werde nie mehr jemandem vertrauen, ich werde nie mehr Gefühle zeigen, ich werde immer distanziert bleiben, ich werde immer für alle anderen da sein, was auch immer. Fragt einfach mal Jesus, den Heiligen Geist, oder Gott, den Vater. Und dann mache ich in 5 Minuten weiter.
Okay, ich glaube, ihr seid fertig, ne? Was? Gesine? Ja. Kann ich jetzt wieder schwierig. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich mir auch einen Satz rausgekriegt habe, wo ich mir wirklich fest vorgenommen habe, das wird wieder passieren, also wieder zulassen, dass ich mal schwierig. Ja. Und da muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht so, das besteht ja jetzt auch nicht mein Leben, dass ich jetzt durchs Leben renne und drauf und Dauer sozusagen, der schlägt mich. Und ich stehe dazu, dass ich sage, da würde ich vorher sozusagen die Liebe davor schalten, wie das wieder passieren würde. Mhm. Das finde ich sehr gut, also das finde ich jetzt überhaupt nicht. Ja. Mir kam jetzt eben noch, das war schön, das Bild, wenn ich vielleicht für meinen Glauben irgendwann verfolgt werden würde und müsste mich langschlagen lassen. Ja, das wäre jetzt einfach mal eine andere Sache. Aber ansonsten stehe ich komplett dazu, ja, dass ich sage, ich werde mich in meinem Tun wieder von meinem schlagen lassen. Mhm. Also so weit, dass ich in diese Erniedrigung komme, habe ich keine Ahnung. Ja. Dazu stehe ich auch. Aber das ist jetzt auch nichts in dieser Form, nicht durch mein Leben. Ja. Aber vielleicht macht es mich ein bisschen härter. Vielleicht. Aber eigentlich. Ja, also das natürlich, ne, das hatte ich aber eben noch im Zusammenhang mit einem Thema, was du auch gelehrt hast, wo ich dachte, ja, bei Tätern, ne, da ist ja ganz wichtig, dass das Opfer geschützt wird. Und wir dürfen uns ja auch schützen vor Tätern, ne, das ist ganz wichtig, gesunde Grenzen zu ziehen. Das ist ja ganz klar. Aber trotzdem geht es ja bei allem, ja, was wir im Glauben tun, darum, lasse ich Gott damit rein. Ne? Und so zu fragen, Herr, ne, ich brauche da eine Grenze und wo darf ich oder soll ich die Grenze ziehen und wie kann ich sie formulieren? Ne? Dass du auch da in diesen Prozessen einfach ja, Jesus mit reinnimmst. Ne? Ja, ja, genau. Genau. Ja. Obwohl das, würde ich jetzt sagen, so deine Haltung ist auf jeden Fall gesund, dich da zu schützen. Sehr gut. Ja, wie kommen wir jetzt in die Freiheit hinein? Im Prinzip ist es immer dasselbe. Also sich bewusst werden, was habe ich mir da eingehandelt, welche Folgen oder welche Früchte sind daraus erwachsen. Ja, wir sind immer aufgefordert zu vergeben als Lebensstil, echt zu vergeben, ne? Wirklich eine Herzensvergebung zu vollziehen, dem Täter und gegebenenfalls auch mir selbst. Ganz am Anfang von der Seelsorgeschulung kam ja die Frage auf, was mache ich eigentlich, wenn ich noch nicht bereit bin zu vergeben, ne? Glaube ich. Und ich glaube, dass dass es ganz ungesund ist, wenn wir irgendwie vorschnell vergeben oder weil die Seelsorgerin das jetzt irgendwie erwartet oder wie auch immer. Ich glaube, dass Gott da ganz gut mit umgehen kann, wenn wir sagen, ja, grundsätzlich bin ich vergebungsbereit, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dass wir da wirklich vor Gott ehrlich sind und das auch zulassen, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind. Aber wenn wir wirklich reif sind zur Vergebung, und ich als Seelsorgerin klopfe das lieber 2-3 Mal ab vorher. Wenn wir dann aber wirklich reif sind, dann ist die Vergebung auch gründlich. Wenn die Ratsuchenden dann an einem Punkt sind, von dem sie sagen, ich will es jetzt wirklich loslassen und dem Täter vergeben. Und ich darf Umkehr und Buße tun für meine eigenen falschen Schutzmaßnahmen. Und Herzenssteine wirklich ans Kreuz bringen. Und das mache ich auch in der Seelsorge.
ganz praktisch. Ne? Habe ich da so Steine liegen und dann steht ein Stein vielleicht für die Missachtung der Eltern zum Beispiel, ne? Aus dem ich diesen Schwur getroffen habe, ich muss immer alle Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder so. Ne? So, und dieser Stein, da gehe ich dann wirklich bewusst zum Kreuz und lege ihn dann wirklich so am Kreuz ganz bewusst ab. So, ne? Und Jesus, ich danke, dass du dafür gestorben bist. Und du hast ja auch meinen Schmerz getragen und du hast meine Scham getragen. Und in deinem Schmerz und in deiner Scham bin ich geheilt. Und ich habe es abgelegt. Und ich darf wirklich das fleischerne Herz empfangen. Und plötzlich werde ich ganz sensibel. Und ich merke, das Herz wird weich. Ich darf erkennen, benennen und bekennen. Und das ist die Alternative für Kinder Gottes in dieser Situation. Wirklich bekennen, ein Bekenntnis ablegen. Ich kann mich von einem Schwur lösen, durch die von Gott mir verliehene Autorität und Hilfe und Gnade. Dass ich wirklich sage im Gebet, so, und ich trenne mich jetzt davon. Und die Wahrheit umarmen. Es ist ja so schön, dass Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist eine Person im Letzten. Und sie darf ich umarmen. Oder die Wahrheit, dass er mich wunderbar gemacht hat. Und dass er mich sieht, dass er mich gerecht gesprochen hat und ich bin richtig. Und ich muss gar niemandem was beweisen. Oder diese Wahrheit, ich darf sein. Das ist ja eine ganz tiefe und gesunde Wahrheit, ein Ratsuchender oder ich selber auch in Gottes Gegenwart einfach sage, danke, dass ich sein darf. Das ist eine ganz starke Aussage und die darf ich umarmen. Und das neue Verhalten wirklich einüben, das neue Denken einüben. Das ist wie geistliches Muskelaufbautraining. Das wissen die Physiotherapeuten. Das ist nicht, dass die Muskeln wirklich aufgebaut werden. Und so auch die geistlichen Muskeln. Und die Caroline Leaf hat das in ihrem Buch ganz eindrücklich geschildert und auch Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt. Caroline Leaf ist eine südafrikanische Hirnforscherin, eine christliche Hirnforscherin. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und sie hat wirklich elektronenmikroskopisch nachgewiesen, was giftige Gedanken mit neuronalen Verbindungen macht und umgekehrt gesunde Gedanken. Und giftige Gedanken lassen die neuronalen Verbindungen verkümmern, hat wirklich negative, toxische Auswirkungen auf unser Gehirn. Und andersrum, wenn wir anfangen, die Wahrheit zu proklamieren, gesunde Gedanken zu denken, dann entstehen neue neuronale Verbindungen und das Gehirn blüht auf, sozusagen. Und dazu braucht es aber 40 Tage. Und da hat sie so ganze Programme, Umdenkungsprogramme vorgeschlagen, wo man dann wirklich so in dieses neue Denken üben reinkommen kann, in ihrem Buch. Ja. Okay, sind da noch Fragen zu oder Statements? Ja? Aus eigener Erfahrung, was für mich da auch dann eben so aufwerfen, weil ich immer gedacht, okay, ich werde jetzt ein Kind, ich mache mir dann ein Kind, ja, das ist ja so, das geht vielleicht, und das habe ich ja auch diese Spuren, die dann bekommen oder so festgemacht und trotzdem auch dafür Vergebung zu finden, auch wenn.
Ja. Ja, danke, sehr wertvoller Hinweis. Also die Alex, sage ich euch mal eben, die hat gerade gesagt, dass für Spüre, die sie als Kind so getroffen hat, auch Vergebung in Anspruch genommen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt für sie war, zu verstehen, dass es dann nicht darum geht, in der Opferhaltung zu bleiben, zu sagen, ja, da konnte ich ja nichts dafür, sondern auch da Verantwortung zu übernehmen, auch wenn ich als Kind nicht bewusst diesen Lügen oder diese Schwüren geglaubt habe. Ja, danke. Sehr wichtiger Hinweis. Das hat echt Kraft. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja? Das haben wir bei dieser exemplarischen Sitzung, die wir miteinander hatten, da war es ja auch so, im Endeffekt sind das Sachen aus der Kindheit gewesen, ne? Oder einfach auch Defizite bei meinen Eltern, aber natürlich habe ich die falschen Schlüsse rausgezogen, beziehungsweise klar, da wurden auch andere Menschen verletzt oder ja, mein Leben dann darf ich nicht gut fühlen, da habe ich auch immer klar eher gedacht, naja, kommt ja nicht anders an. Und das ist, wie du sagst, es ist wirklich sehr, sehr bereichernd, das abzulegen und auch zu erkennen, doch, also ich bin verantwortlich, finde ich. Ja. Gott sieht es und Gott kann es heilen und verantwortlich machen. Ja. Und das dann auch bekennen und ablegen. Ja, ja. Ja, vielen Dank. Okay, dann gehen wir jetzt in den letzten Themenbereich für heute rein. Und zwar in die bitteren Wurzeln als Sonderform der Haltungssünde. Seite 178. Also in Hebräer 12, Vers 15 steht: Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade mangelt. Leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde, durch die viele verunreinigt werden. Also die Wurzel der Bitterkeit. Und auch bittere Wurzeln entstehen in verletzenden Situationen oder auch in negativen Erfahrungen, die wir machen. Und die Folge sind Übelnehmen. Also ich werde vielleicht gekränkt, ich erlebe eine Kränkung und ich nehme das Übel wörtlich so an mich. Ne? Ich nehme das Übel und ich trage das dann mit mir rum. Ich gehe in eine negative Erwartungshaltung, ich fange an zu richten, gehe in Unvergebung und auch mein Denken, Fühlen und Handeln wird beeinflusst durch Übertragung. Und ich wollte noch mal zum Unterschied richten, im Unterschied dazu Sünde aufdecken, noch kurz was sagen. Also richten sagt, das Richten sagt, ich stelle mich über den anderen und das Richten spricht auch ein Urteil. Richten sagt zum Beispiel, ja, der hat es ja nicht anders verdient. Während, wenn zum Beispiel, irgendwie eine missbräuchliche Tendenz in der Gemeinde zu erkennen ist, ist es ganz wichtig, das anzusprechen und auch zu konfrontieren. Ihr versteht den Unterschied. Es geht im Letzten geht es um diese Haltung. Stelle ich mich über den anderen oder bleibe ich da in der Liebe, aber spreche in Liebe und Klarheit die Wahrheit an, ja? Und richten verurteilt. Da haben wir es nämlich. Folge von bitteren Wurzeln ist Verurteilung, Reden und Denken, negative Erwartungshaltung einnehmen. Wir tun, was wir erwarten. Wir werden hartherzig,
Wir kultivieren diese inneren Schwüre in unserem Herzen. Wir werden an anderen schuldig und wir tun selbst, was wir an anderen verurteilen. Und das ist letztendlich dieses Prinzip von Saat und Ernte. Wir ernten das, was wir sehen. Das ist ja ein Prinzip des Reiches Gottes, ne? Saat und Ernte. Ist ja ganz logisch, ist ja auch in der Landwirtschaft ist es ja genauso. Ne? Was wir sehen, das ernten wir dann, ganz einfach. Nur, das ist krass, ne? Dass eine Saat ausreicht für dann letztlich einen ganzen Apfelbaum. Und wenn es jetzt negative Saat ist, die wir dann säen, die vermehrt sich ja genauso. Wird der Same der Missachtung und Respektlosigkeit nicht bekannt, wächst er im Verborgenen weiter und kehrt dann letztlich zu mir zurück. Und dazu gibt es ein Beispiel von Bert und Martha. Das haben die Sanfords, Paul und John, ne? Sanfords in ihren Büchern ganz ausführlich beschrieben. In eurem Buch ist es auf Seite 179. Und zwar, also Bert und Martha war ein junges Pärchen, die sich kennengelernt haben, die sich lieben gelernt haben, die dann geheiratet haben und die waren ganz glücklich miteinander. Und dann hat sie ein Kind bekommen, die Martha. Und anschließend wurde sie aber, hat sie an Gewicht zugenommen und wurde immer unförmiger von ihrer Körperform her. Und ihr Mann wurde immer unzufriedener mit ihr und sie waren letztlich total unglücklich in ihrer Ehe und sind dann zu den Sanfords in die Seelsorge gegangen. Und was in der Seelsorge dann herauskam, war, dass der Bert seine Mutter schon immer verachtet hat, als Kind auch schon, weil er in seiner Wahrnehmung halt immer gedacht hat, so, sie lässt sich gehen, sie ist irgendwie verlottert, sie pflegt sich nicht, sie ist unförmig, sie achtet nicht auf ihr Äußeres und hat sie dafür wirklich gerichtet. Und in diesem Richten praktisch hat er dann diese Erwartungshaltung eingenommen. Meine Frau wird irgendwann genauso enden wie meine Mutter. Na? Und bei der Martha war es ähnlich. Sie hatte den Eindruck, dass sie bei ihrem Vater, dass sie ihrem Vater nicht alles recht machen konnte. Sie fühlte sich permanent kritisiert von ihm und fühlte sich nicht geliebt und nicht gesehen. Und hatte so hohe Maßstäbe an sie gestellt und hat ihn auch dafür gerichtet und ist auch selber in die Erwartungshaltung reingegangen, dass sie gesagt hat, mit meinem Mann wird das genauso. Seine Erwartung werde ich auch nie erfüllen können. Das ist beides, beide waren genauso in dieser Übertragungsdynamik drin. Und konnten das mit Hilfe des Heiligen Geistes dann letztendlich auseinanderklamösern. Und dass sie beide dann in diese Vergebungsprozesse gegangen sind, ihren Eltern vergeben konnten und auch Vergebung in Anspruch genommen haben für dieses Richten, ne, ganz wichtig, und für diese negative Erwartungshaltung, in die sie dann letztlich reingegangen sind. Und als sich das dann gelöst hat, haben sich dann auch die Probleme miteinander gelöst und sie konnte dann auch wieder abnehmen. Ja. Und beide haben gelernt, dann anders miteinander umzugehen. Es geht darum, bittere Wurzeln zu identifizieren und dann letztlich zu entfernen. Also diese typische Erwartungs- oder Verhaltensmuster erkennen, Überreaktionen erkennen,
sich vom Heiligen Geist die ursprüngliche oder ursächliche Situation zeigen lassen, Trost empfangen, Vergebung gewähren, in Anspruch nehmen, die Axt wirklich an die Wurzel legen, jetzt im Bild gesprochen. Und wird der Same der Missachtung und Respektlosigkeit bekannt, stirbt er im Verborgenen und kehrt nicht mehr zurück. So, da steht das Kreuz dann dazwischen. Wir sind frei. Also Buße tun, die Sünde hassen. Entscheidung für Veränderung der destruktiven Muster treffen. Biblische Wahrheiten anwenden, Disziplin einüben. Genau. Ja. Habt ihr da noch Fragen zu oder Statements? Sonst wäre ich jetzt fertig. Marina und Lea, habt ihr noch Fragen? Ist soweit alles klar. Bei mir auch, danke. Ja, supi. Okay, dann machen wir noch mal kurz Pause. Bis 14:45 und dann gehen wir in die Kleingruppen. Okay? Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.